Ein Teil von meinen Unterhosen. Da liegt alles schön drin. Ich besitze 7 Unterhosen. Oh doch, vor 5 Minuten. Ich zeige euch mein fertiges Haus Teil 1. Ja komm, da müssen wir mal reingucken. Das interessiert mich mal. Da gehen wir direkt mal rein. Also, wir gucken mal bei Monte auf dem Kanal Haustour Teil 1. Da bin ich mal gespannt. Haben wir Ewigkeiten umgebaut da, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ging. Ich bin sehr gespannt. Ja, wer kennt's Intro? Nee, schön. Was ist mit den Nachbarn hier los? Die bohren da unten erstmal Schweizer Käse in die Wand, oder was? Super. Also, wenn ihr irgendwelche Bohrgeräusche hört. Leon, du Gehaltskürzung. Ich hätte kein anständiges Problem sein, Mann. So, endlich ist es soweit. Der gute alte Rettungsschwimmerbeat. Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video in alter Frische. Lang ist es her. Das letzte Video, was ihr bei mir auf dem Kanal gesehen habt, war das Video über mein Haus, dass ich es gekauft habe. Das ist jetzt 7 oder 8 Monate her. Ah, und ja, es hat sich doch einiges verzögert. Aber erstmal danke, dass du... Kann ich völlig nachvollziehen, dass ich die Sachen immer so Ewigkeiten hinziehen, ey. Eingeschaltet hast. Kenn ich auch. Und, bevor das Video richtig startet, gibt's doch mal ein bisschen Eigenwerbung. Ihr wisst, das Haus tatsächlich von alleine. Der Windbreaker ist jetzt, in dem Moment, wo das Video im Shop verfügbar, in allen Größen, für euch am Start. Komplett neues Teil. Wenn ihr das Ding bestellt, gibt es zusätzlich noch diesen wunderschönen Fanschal. Und limitierte Autogrammkarten. Gratis. Safe. Und eine, guck mal, was das hier für einen Stauraum hat. Professionell vorbereitet, man kennt ihn. Eine von 5 verschiedenen Autogrammkarten. Alle handsigniert, auch zu der Bestellung dazu. Also, wer mich gerne supporten möchte bei mir im Shop und noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, gerne auschecken, montanablack.de. Ich würde sagen, hier, richtig mit Wassertest und so weiter. Leute, vielleicht einfach auch mal die Get On My Level Jacke für den Outdoor-Bereich testen. 24 Stunden Survival im Regen. Wir starten. Wir sind hier im Eingangsbereich und ich könnte eigentlich erstmal gefühlt, bevor das Video richtig losgeht, eine halbe Stunde Real Talk hier zu machen. Ist das eine Kamera hier oben links? Im Bild? Sieht so aus, ne? Im Grunde habe ich mir in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Und für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können oder nicht mehr wissen, wie das hier vorher aussah, blende ich hier irgendwo mal das Video ein und guckt es euch gerne nochmal vorher an, denn die Veränderung hier, die hier stattgefunden hat, ist schon relativ krass, wie ich finde. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier das Aquarium. Das stand vorher in meinem Zockerzimmer. Ah, ja, okay. Guck mal, wie er sich aufstellt hier. Sag mal, hast du ein Problem oder was? Auf jeden Fall ist das das Aquarium, was bei mir im Zockerzimmer stand. Die meisten Fische sind dort auch noch drin. Einige habe ich aber unten ins Zockerzimmer reingetan. Wir haben hier indirekte Beleuchtung im LED-Stil. Stimmt, das wollte er überall machen, diese indirekten Sachen mit diesen Verblendungen da. Ne? Mit diesem, weiß nicht, ist das wahrscheinlich Trockenbau oder so. Die ich farblich so einstellen kann, wie ich... ja, der RGB-Monte, man kennt das ihn. Das war alles vorher hier nicht, das muss man dazu nochmal sagen. Wir haben natürlich nochmal auf dezent hier einmal Licht. Und einmal hier Licht, also einmal das Ding und dann haben wir nochmal die beiden Dinger. Ah, okay, also war doch keine Kamera, wie ich dachte, sondern es ist nur eine Lampe. Im ganzen Haus auch ja, wie ein roter Faden hin, will ich sagen, denn überall haben wir diese Optik von den Lampen, auch oben im Flurbereich, das seht ihr dann aber im anderen Teil. Ja, wir haben auch komplett neuen Boden im gesamten Haus gelegt, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, ich glaube PVC. Echt? Krass, sieht aus wie Fliesen. Jungs, wie nennt man den Fußboden nochmal? Perfekt, Digga. Auf jeden Fall, also die Handwerker sind noch da, auf jeden Fall haben wir hier einen komplett neuen Fußboden im gesamten Haus verlegt. Ja, was soll ich euch sagen, Digga? Ich bin ungeübt. Das letzte IRL-Video habe ich schon vor 8 Monaten gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Wir haben noch eine Garderobe, wo man Sachen hinhängen kann, ist ja klar. Ja, hier hängt irgendwie eine Sternlampe, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ein paar Caps. Monte, Stirnlampe hier. Richtig outdoor-mäßig unterwegs. Eine schöne Jacke. Hier noch für Bruder was. Dann haben wir hier noch, ja. Was hängt denn da? Ist das ein Schuhanzieher? Hundegeschirr und so. Ne. Hey, was ist das? Ist das ein Mini-Baseballschläger? Hier noch für Bruder was. Dann haben wir hier noch. Hä? Was ist das? Ist das ein Mini-Baseballschläger? Der ist ja nur so klein. Oder was ist das? Oder ist das eine Lampe?
ja, Hundegeschirr und so. Ja, wir haben hier direkt, wenn man reinkommt, auch wieder indirekte Beleuchtung, zweiseitig, das kann man einstellen, wie man möchte. Ich muss dazu auch noch sagen, dass das nicht die dollste Stufe ist. Das sind nur 30% von der Helligkeit. Ich mag das lieber ein bisschen dezenter. Das zieht dann nach langer, also es zieht nicht so in den Augen dann, wisst ihr, wie ich meine? Da drüben, der alte goldene Playplatten, da sehe ich sie doch. Ja, das sind doch die alten, ne? Die sahen noch anders aus, die waren in so einem Rahmen drin. Ja, auch der Treppenbereich, muss man mal ganz kurz dazu sagen, der Treppenbereich, für die Leute, die sich noch da erinnern können oder sich das Video jetzt vorher angeguckt haben, wie es hier vorher aussah, auch der Treppenbereich ist komplett neu. Also die Treppen im selben Belag wie der Fußboden. Ja, sieht schon schick aus. Handgelenke oder der Handgelenke wahrscheinlich, wie nennt man das denn nochmal, Leon? Handlauf? Geländer, genau. Geländer. Die Geländer komplett farblich angepasst zu dem Fußboden, die Scheiben sind getönt, ja. Kenne ich normalerweise nur aus dem Auto. Also es hat sich eigentlich alles komplett geändert. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tür mit Glasscheibe war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auch die Türen haben wir zum Teil hier in der Wohnung, in dem Haus, ja, einfach rausnehmen lassen, die Glasteile, und durch Holz ersetzt, ja. Weil ich diese Optik wesentlich schöner finde als eine Glasscheibe. Also es wurde so viel hier im Haus gemacht von dem ganzen Team. Auch da nochmal ein Gruß und Kuss an Steffi, an Seid, an Gerald und wie sie alle heißen, die mir hier wirklich Grüße. Heftig unter die Arme gegriffen haben. Hier kommen wir jetzt in den Flurbereich mäßig, also in den zweiten Flurbereich. Hier haben wir ein wunderschönes Bild von dem Zuschauer, von dem Künstler. Ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht mehr. M. Lofney. Ja, der hat mir das hier anfertigen lassen. Davon habe ich auch noch ein zweites woanders hängen. Das Get On My Level Logo 21614, meine Stadt Buxtehude, die mich zu dem gemacht hat. Wer ich bin, wer der Spacken ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Hier in dem Bereich, also es ist noch nicht alles so, wie es mir vorstellt, beziehungsweise es fehlen noch ein paar. Da ist noch ein Playbutton. Aber wahrscheinlich von den, das ist schon die neuen Playbutton von, hier, richtiger Kevin und Crew, schätze ich mal. Durch Corona sind manche Sachen so lange von der Lieferzeit. Hier oben fehlt jetzt noch eine Lampe. Das haben wir jetzt nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, und ansonsten ist dieser Bereich so, ja, wie soll ich sagen? So ein bisschen Wall of Fame, oder wie man das nennt, ne? Also einfach so eine Ecke, wo man sich so ein bisschen so ein paar Auszeichnungen hinpackt. Ich finde das geil. Ich finde das gut, weil das einen ja auch so ein bisschen motiviert und zeigt, was man geschafft hat und so weiter. Finde ich geil. So ein bisschen mein Werdegang auf YouTube. Alles hat angefangen mit dem 100.000 Abonnenten-Button für Montana Black. Das ist schon ein Augenblick her. Das sind auch noch die alten Dinger vom Design, ne? Dann das sind auch geil. Die erinnern mich so ein bisschen an so goldene Schallplatte, weil die in so einem Rahmen drin sind. Ich habe tatsächlich mein 100.000er von meinem Hauptkanal, ist auch so wie der linke hier, aber ich finde den nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwann die eine Million hat mir mal geklaut. Auf Montana Black, Digga. Ja. Auch wenn man dran vorbeigeht, man achtet da eigentlich nicht mehr so drauf. Trotzdem haben sie eine starke Bedeutung für mich. Hier drüben haben wir dann Spontaner Black. Ah, ich wollte gerade sagen, wie so drei Stück, aber klar, Spontaner Black. Eine Million. Und auch die Crew. Boah. Und richtiger Kevin. Das sind zwar nicht meine Kanäle, also das heißt, ich habe keinen Zugriff auf diese Kanäle, aber nichtsdestotrotz sind es irgendwo trotzdem meine Kanäle, was ja mein Content. Dementsprechend habe ich mir auch diese beiden goldenen Playbutton zukommen lassen, und insgesamt kann man die guten alten Kollega-Beats im Hintergrund, Leute. Wer fühlt sie? Wer kennt sie? Kann dann ja auch voller Stolz behaupten, und das schafft auch nicht jeder, dass ich 4 YouTube-Kanäle auf YouTube habe, beziehungsweise mit meinem Content fülle, die alle über 1 Million Abonnenten oder mehr haben natürlich. Das ist etwas, das schafft nicht jeder. Hier haben wir noch, muss ich auch sagen, bin ich sehr stolz drauf, eine Auszeichnung vom Riva Verlag. Das ist nichts Offizielles. Ah, das ist wahrscheinlich sein Buch, ne? So, das kriegt nicht jeder Künstler. Das haben sie mir extra anfertigen lassen, weil sie wissen, dass ich auf sowas stehe. Und das ist für 100.000 verkaufte Montana Blackbücher vom Junkie zum YouTuber. Mittlerweile sind es wesentlich mehr Bücher als 100.000, also nicht 200.000, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel, aber über 100.000, 130, 140, 150.000, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das aber eine Auszeichnung, wo ich mich drüber gefreut habe, weil sie sich Gedanken gemacht haben. Also eine große Überraschung haben sie mir damit gemacht. Sowas ist einfach emotional vielleicht sogar mehr wert als das Geld, was dann am Ende irgendwie auf dem Konto. Kann ich völlig verstehen, dass man da sich so eine Ecke macht oder so. Also ich finde das cool. Ist, weil daran werde ich mich halt einfach immer erinnern, Digga. Gut, an das Geld werde ich mich auch immer erinnern, Digga. So. Ja, gehen wir mal in die Küche. Auf entspannt. Gehen wir mal in die Küche. Ich muss gleich nochmal dazu sagen, wir werden heute, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen, gibt es ein Teil. Dann gibt es noch einen zweiten Teil Obergeschoss und einen dritten Teil Keller. Ah, ne? Okay. Weil das Video wird jetzt bestimmt schon
keine Ahnung, Viertelstunde gehen, 20 Minuten. Oder 25. Ich wollte keinen Teil hochladen, was 50. Was mir bisher auffällt, es ist alles so ein bisschen schwarz-weiß, ne, gemacht. Also ich find's cool. Beziehungsweise so schwarz-anthrazit. Also finde ich eigentlich ganz cool, dass ich das so ein bisschen durchzieht. Weil die Küche sieht vom Stil her auch so ein bisschen aus wie jetzt der Eingangsbereich irgendwie, ne? Das ist jetzt hier die Küche. Auch hier in der Küche vielleicht erkennbar für die Leute, die sich das alte Video angeguckt haben, beziehungsweise das alte Video noch Erinnerung haben, hat sich auch einiges getan. Wir haben, oder ich habe eine komplett neue Arbeitsplatte, Granitarbeitsplatte einbauen lassen, weil mir die alte einfach nicht gefallen hat in diesem Look. Hier der Look von der Platte. Ah, ist ja ein Riesenzeranfeld, Alter. Was sind das? 6 Kochplätze oder was? Zum Fußboden finde ich sehr geil. Hier mein Engel Agatha. Oh. Mhm. Leon hat auch schon eine Portion eben gegessen. Agatha hat heute wieder gezaubert. Nudeln mit. Ist Agatha seine Haushälterin oder sowas? Irgendwie habe ich das öfter schon mal in den Stories gesehen, glaube ich. Bolognese? Sag ehrlich, hat köstlich geschmeckt, oder? Sehr lecker. Sehr köstlich. Das werde ich mir später noch snacken. Ja, und hier ist halt relativ eine große Küche, ist ja klar. Hier der Sitzbereich ist noch nicht fertig, die Stühle. Alter, die ist ja riesig, hier ist ja nochmal eine komplette Wand. Was ist denn das hier, komplett mit... Oh, das war's komplett, sorry. Hier der Sitzbereich ist noch nicht fertig. Das Ding sieht ja für... Was ist das hier? Das sind ja 4 Geräte, Alter. Mikrowelle, Backofen. Kaffeemaschine. Warmhalte. Dings. Dampfgarer. Ach du Scheiße, krass. Fertig die Stühle. Der Stuhl ist aus dem Wohnzimmer normalerweise. Wir haben noch von diesem Stuhl noch 2 Stück bestellt. Lieferzeit krass, aber wieder irgendwie gefühlt 3 Jahre. Dieses Bild habe ich geschenkt bekommen von Dustin, von einem Kollegen von mir. Ah krass, jetzt sehe ich es erst. Kylo, wa? Der Kollege, das ist ultra geil, das Bild. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ist es ein Ausdruck oder ist es komplett wirklich handgemalt? Aber ich glaube, es ist handgemalt. Das ist doch hier mit so diesen Lack-Addings und sowas, ne? Heftig. Kylo mit Graffiti-Elementen, wenn man Schwarzlicht etc. hat, verändert sich das Bild. Ein wunderschönes Bild. Dustin, Grüße gehen an dich raus. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ansonsten, ja, hat sich hier nicht viel verändert, außer dass ich mal langsam herausgefunden habe, wie diese Öfen... Ach so, die Küche und so war ja komplett schon drin, ne? Er hat nur die Arbeitsplatte neu gemacht. Öfen hier alle funktionieren. Das ist der beste Ofen aller Zeiten. Ja, Warmhalte wahrscheinlich. Der beste Ofen aller Zeiten. Ja, das habe ich schon mal gesehen bei ihm. Das ist der Warmhalteofen. Mhm. Agatha stellt hier, ich habe zu ihr gesagt, sie soll das Essen heute da hinstellen, aber normalerweise packt sie hier mir mein Essen rein, macht es auf Stufe 2 und dann bleibt das den ganzen Tag warm, Digga, das Essen. Das ist einfach... wie er selbst dabei grinsen muss. Alter. Herrlich. Finde ich geil. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Fühle ich dieses andere. Ja. Ja. Ey. Ansonsten mehrere Öfen, die Küche habe ich euch ja damals schon im Video gezeigt, hier hat sich nicht viel verändert. Hier oben haben wir noch die Wand zugemacht, also das hier haben wir zugemacht, da war hinter Stauraum bzw. Fläche, was eigentlich nur Staubfänger war. Hier oben hat Seid eine richtig geile Wischtechnik gemacht, so eine schwarze Wischtechnik, die natürlich auch wieder... So ein bisschen Betonoptik, also ich habe bei mir auch eine Betondecke, aber halt eine freigelegt, also eine echte Betondecke. Aber sieht so ein bisschen ähnlich aus. Ja, ganz cool, die Kombi. Umkehrschluss passend zum Boden. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr stimmig. Hatte da auch Hilfe, wie gesagt, von Seid. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man selbst davon keine Ahnung hat, von so Inneneinrichtungsfarbkram, sich das alles so vorzustellen, wie das wirklich damals, wie das später dann aussieht. Ne? Also klingt erstmal cool, aber denkst du so, ja, wirkt es jetzt geil? Mache ich das oben an die Decke? Welcher Farbton? Mache ich das an die Wand? Aber es ist natürlich geil, wenn man da auch jemanden hat, der sich ein bisschen auskennt. Von Gerald, dem Elektriker, und von Steffi, der, ich sage immer, Innenarchitektin, Innendesignerin, ohne die hätte ich das hier nicht geschafft, weil ich bin ja auch kreativ, einfach, also ich bin kreativ nicht, Digga, ich merke, wie ich das verlernt habe. Ich bin kreativ und sprachlich einfach lost, so. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal, ja, hier, in dem Bereich, das ist, ja, nochmal ein Flurbereich, da gibt es nur die indirekte LED-Beleuchtung, hier habe ich ein paar Zeitungsartikel hingehangen, die... Ein Buxtehuder auf dem Gaming-Olymp. Mir gefallen haben, es wurden ja viele Zeitungsartikel schon über mich geschrieben, aber nur die wenigsten waren auch geil geschrieben. Ja. Ja, nee, du weißt ja, Digga, so eine Scheiße schreiben die dann. Dann haben wir hier, also den Raum würde euch wahrscheinlich sonst niemand zeigen, weil er einfach vollgepackt ist jetzt. Das ist so mäßig aktuell die Abstellkammer. Hier haben wir... Sieht eher aus wie ein begehbarer Kleiderschrank. Eine Garderobe für einen Haufen Jacken, die ich noch nie getragen habe, Digga. Muss ich auch fairerweise einfach mal sagen. Also gefühlt 90% dieser Jacken habe ich noch nicht getragen. Boah, rechts ein Riesenschuhregal. Ja.
Hier stehen halt ein Haufen Sachen, wo ich noch nicht weiß, wohin. Alter. Aber das ist jetzt die Abstellkammer. Das heißt, hier sind die Sachen drin, die er normalerweise nicht hat und anzieht, oder wie? Wohin damit? Hier auf der Seite haben wir auch wieder einen Haufen Sachen, die ich noch nie getragen habe. Alter. Ach, das sind Caps? Ah ne, das sind Schuhe und Caps jetzt. Unzählige Caps, Digga. Schuhe über Schuhe, Badelatschen über Badelatschen. Hä, what the fuck? Aber da frage ich mich jetzt gerade, wo kommt denn das ganze Zeug her? Also hat er das jetzt einfach... Das raff ich gerade nicht so ganz. Hat er sich das einfach so shoppingmäßig aus Langeweile gekauft und dann nie angezogen wahrscheinlich, ne? Oder hat er das einfach von irgendwelchen Firmen geschickt bekommen? So, weil mich wird das ein bisschen irre machen, glaube ich, wenn ich da so viel Zeug hätte. Deswegen bin ich immer ein bisschen am Aussortieren. Aber jeder, wie er Bock hat. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja. Ah, okay. Okay, jetzt kam die Auflösung. Bereue ich das? Nö. Ist halt so, Digga. Was soll ich dir sagen? Aber hier kann ich halt noch Schuhe hinstellen, etc. Caps reintun, Jacken. Ja, das ist so, ja, weiß nicht, wie man so... Meine Stiefel würden da gar nicht reinpassen, meine Outdoor-Stiefel. Warum nennt? Ein kleines Ankleidezimmer. Das Mini-Ankleidezimmer, würde ich mal sagen, ja. Und hier sind halt noch Sachen drin, die wir erst heute aus der Wohnung noch abgeholt haben, die ich im Übrigen immer noch nicht gekündigt habe. Man kennt ihn. Lull. Ja, dann haben wir hier das Gästebadezimmer. Ja, das Gästebadezimmer, da hat sich auch nicht so viel verändert, außer diese wunderschöne... Ich wollte gerade sagen, die Wischtechnik ist da bestimmt auch. Streichtechnik wieder, die seit gemacht hat. Das finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Im Übrigen auch im gesamten Haus habe ich die... Fensterbänke rausbauen lassen oder rausbrechen lassen und neue Fensterbänke reingemacht. Ihr seht schon, überall ist dieser Anthrazitton, der sich überall widerspiegelt. Das mache ich einfach gerne. Ja? Hier eine Skulptur, die meine Oma gemacht hat. Meine Oma ist ja leidenschaftliche Töpferin schon seit 40 Jahren. Also es hat wirklich meine Oma gemacht. Das ist eine Töpferin, hat ganz... Muss ich den Scheiß jetzt verpixeln? Nein, die musst du doch nicht verpixeln, Digga. Warum sollte man das verpixeln? Demonetarisiert. Guck mal, wäre da hart, wenn man ein bisschen... ja, meine Oma ist leidenschaftliche Töpferin, hat jahrzehntelang Kurse gegeben in der Volkshochschule Buxtehude. Ich als Kleinkind habe mit Oma auch zusammen getöpfert. Ich habe damals auch getöpfert, als ich noch in der Grundschule war. Ja, und gewisse Sachen... Meine Mutter immer noch, das Zeug. Ich, ja, hier dann... Sah nicht ganz so cool aus wie das da. Ich habe so ein kleines Krokodil, habe ich getöpfert. Und eine Schüssel mit einer Maus drin. In der Wohnung untergebracht habe. Ich glaube ansonsten, die Scheibe wurde noch reingebaut. Neues Scheißhaus kriege ich auch noch, weil das ganz große Problem ist, Digga. Jetzt kommt's. Das ganz große Problem ist, ich sag's euch so, wie es ist. Jetzt. Wenn ich mich hier hinsetze... Jetzt kommt der Monte Scheißhaus Real Talk. Jetzt zum Pissen, dann küsst er immer das Keramik. Hm. Ja, wirklich. Weil das, guck mal, jetzt komm mal her. Digga, so groß ist er jetzt auch. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber guck mal, wie wenig Spielraum ich hier habe. Der knutscht immer die Keramik. Weißt du, was das für ein scheiß Gefühl ist, Digga? Und deswegen kommt überall neue Toiletten hin. Jalla. Ich habe auch immer richtig Angst, dass ich mir da Krankheiten hole oder so. Oh, nee, ich dachte... Wenn er vorne die Klobrille berührt? Was? Wenn er vorne die Klobrille berührt? Nicht vorne die Klobrille, Digga. Er berührt da, wo die Pisse und alles reinkommt. Das, die Toiletten sind... Ja, schiebe ich voll den Absturz drauf. Und dann stell dir mal vor, wenn du morgens... Männer wissen, was morgens ist, nach dem Aufstehen. Wenn du dann pingeln gehen willst, dann küsst er das Ding nicht, dann rammt er das. So, und ansonsten... Ja. Bester Mann, ey. Ich glaub, nur die Streichtechnik. Nee. Jetzt fühl dich nicht wieder auf selbstverliebt. Achso, wir haben noch gar nicht die Garage gezeigt, Digi. Die müssen wir aber eigentlich... Müssen wir die Garage... Wenn wir da jetzt so reingehen, kommt das nicht geil, Digga. Wir müssen die Garage von außen filmen. Die Garage kommt ganz zum Schluss. Die Garage zeige ich euch ganz zum Schluss. Er ist so schön gegen die Tür gelaufen. Ich bin nicht gegen die Tür gelaufen. Okay, ich blend's nochmal. Bist du nicht? Nein, bin ich nicht, Digga. So, also, dann haben wir hier noch das Gästezimmer. So sieht das ganze Ding hier aus. Auch wie überall wieder indirekte Beleuchtung. Ja, da hat er durchgezogen mit der indirekten Beleuchtung. In einer geilen Farbe. Bud Spencer und Terence Hill auf Ehrenbruderbasis über dem Gästebett. Sieht wirklich ein bisschen wie ein Hotelzimmer, ne? Schöne Beleuchtung, bequemes Bett. War da gerade ein weißer Teppich unten? Ich hab selber noch nicht drin geschlafen. Naja, klar. Sieht aus wie so ein Wattemeer da unten. Aber Medi zum Beispiel, mein Kollege Medi, hat da drinnen gepennt. Er hat gesagt, er hat besser hier geschlafen als bei sich zu Hause. Ja, und ansonsten ein kleiner Schreibtisch. Das ist, also ist noch nicht alles fertig. Hier stehen noch ein paar Kartons mit Autogrammkarten, die ich unterschreiben muss. Hier steht noch mein alter PC unter dem Tisch, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Da habe ich dran rumgebastelt, deswegen liegt hier die Glasscheibe noch. Hier noch ein Aquarium. Hier noch mein altes Aquarium aus dem Wohnzimmer. Ah, guck mal hier, da ist noch Mr. Gördestein. Mr. Miyagi. Moin. Guck mal hier, da ist er doch. Siehst du den, Leon?
Moin, Meister. Das ist hier das Gästezimmer, Digga. Das ist ein ganz gemütliches Ding, wie ich finde. Durch Corona, also um nochmal eine kleine Erklärung abzugeben, warum das jetzt am Ende so lange gedauert hat. Also natürlich erstmal habe ich hier in dem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Das ist einfach so. Wer die Videos sich angeguckt hat, wie das vorher aussah und wie es jetzt hier aussieht, das war, wie gesagt, also wirklich ein krasser Umbau bzw. ja, krasse Erneuerung. Und dann kam Corona noch mit ins Spiel. Ihr kennt das alle. Ich will mich nicht beschweren. Mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Mir geht's finanziell gut. Ich will jetzt nicht mi machen. Aber einige Sachen haben halt eine Lieferzeit gehabt von irgendwie 3, 4, 5 Monaten. Am Ende hat es halt länger gedauert als geplant. Scheiße. Mal. Dann kommen wir mit. Ist, glaube ich, immer so. So, und das ist natürlich jetzt das Highlight. So, jetzt hier, Wohnzimmer. Das ist, puff, das Wohnzimmer. Und also, Leon, ich glaube, die Leute haben sowas noch nie gesehen. Darf ich vorstellen? Der hat einfach in jedem Raum ein Aquarium, Alter. Meine Badewanne. Mein XXL Aquarium. 4,30 Meter lang, insgesamt 5 Tonnen schwer. Also, ja, okay, den Spruch drücke ich dir jetzt nicht. Du musst genau, was du sagen willst, du Wichser. Ja, ich hab's sein gelassen. 5 Tonnen schwer und ein Riesending. Ich könnte jetzt noch einzeln etwas... Das musst du da erstmal reinkriegen in die Bude. Das musst du ja wahrscheinlich durch den Garten, durch eine große Schiebetür irgendwie rein. Oder haben die das da drin zusammengebaut vielleicht sogar? Zu den ganzen Fischen sagen, die drin sind. Ich glaube aber, dass ich entweder hier auf dem Kanal noch ein einzelnes Video zu dem Becken hochlade. Also ich wäre auch dafür, dass Monte einfach so einen Aquariumkanal macht. So einen schönen Aquariumkanal, weil er so richtig vorstellt, welche Fische das sind und so weiter. Oder was ich mir auch schon überlegt habe, Digga, ich habe 4 Aquarien jetzt hier im Haus. Aquaristik interessiert mich sehr stark und viele von euch auch da draußen. Vielleicht mache ich sogar einen Aquarium-Channel, wo ich, wenn ich Bock... Wie ich es einfach gerade vorher gesagt habe mit dem Aquarium-Channel. Und er sagt es einfach 30 Sekunden selber. Monte Aquarium-Channel. Oder 24/7 Aquarium-Stream, ne? Ich hab ein Video hochlade. Aber das Ding ist natürlich ein XXL-Ding. Bing. Ist ja, mit Stahlträgern. Also, na gut, das sieht man jetzt hier nicht. Da ist die ganze Technik. Aber insgesamt ist das ganze Ding auf Stahlträgern und hat noch ein extra Stahl. Wie nennt man das? Konstrukt? Ja, Rahmen. So war doch richtig. Dann haben wir hier natürlich den Essbereich. Ganz kurzer kleiner Fun-Fact: Leon war dabei. Ich sag zu Agatha, Agatha, mach mal für das Video schöne Deko. Agatha sagt, kein Problem. Bruder, kennt ihr irgendjemanden, der sich hier hinsetzt und einfach mal zum Chillen eine Zitrone frisst? Da habe ich ganz gut drüber gelacht. Oha, oh, hier ist ja voll der dicke Kratzer an dem Scheißtisch. Was kommt von... Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Der neue Bestellkapi. So, also, das wird hier ist der Essbereich. Wer mit dem Rücken zum Aquarium sitzt, hat im Grunde die Arschkarte. Natürlich viel, viel geiler. Ah, da hängen die anderen Buttons noch. Die 100.000er, wahrscheinlich auch von den drei Kanälen. Chris, wenn man hier sitzt... Also ich persönlich muss sagen, ich fühle einen Glastisch so gar nicht. Aber weil das für mich auch so... So ein Teller auf so ein Glas, oh, da habe ich Angst, dass gleich alles da kaputt geht. Der wird bei mir wahrscheinlich eine Woche lang halten, wenn überhaupt. Am Essen ist, Digga, und dabei einfach die Fische beobachten kann. Auch das Aquarium ist noch nicht perfekt 100%, aber auf jeden Fall schon sehr schön geworden. Hier werde ich zum Beispiel auch, wo ich mich sehr drüber freue, hier werde ich mit meiner Familie, mit Oma, Opa, Tommy... Na, schön Monopoly-Abend oder sowas. Oder eine Runde Siedler von Catan oder Risiko spielen. Das ist so ein geiler Platz, wo du schön zu sechs oder auch zu viert so mal einen richtig schönen Brettspielabend machen kannst. Halt mit der ganzen Familie nicht am zweiten Weihnachtstag bei Oma und Opa essen, sondern ich werde das erste Mal, seit ich denken kann, nicht bei Oma und Opa am zweiten Weihnachtstag sein, sondern sind alle bei mir, Digga. Alle werden hier zusammen am zweiten Weihnachtstag mit mir sitzen und Weihnachten feiern. Und da freue ich mich mega drauf, Digga. Wer hätte das mal gedacht, dass ich mal mit meiner Familie in meinem Haus... Ja, das sieht man im Hintergrund schon, das ist den ganz kleinen Fernseher. Heiligabendfeier bzw. zweiten Weihnachtstag. Ich werde meinen legendären Nudelauflauf kochen für alle. Ich freue mich einfach drauf, Digga. Drückt bitte alle die Daumen. Ich habe wirklich dieses Jahr so Bock auf Weihnachten wie lange nicht mehr. Drückt auch bitte alle die Daumen, dass wir endlich mal wieder weiße Weihnachten bekommen. Ich weiß, unwahrscheinlich, aber Bruder, ich würde es mir extrem wünschen. Ja. So, dann haben wir hier natürlich eine XXL-Couch, einen XXL-Teppich und einen XXL-Fernseher, Digga. An 8. Die Wand sieht so silber aus, kann das sein? Karl, schieß mich tot, Samsung-Fernseher, Digga. Ich sag auch mal so, ich bin kein Flex. Der Fernseher kostet 8.000 Euro, Digga. Davon habe ich noch einen im Schlafzimmer. Und über den... kein Flex! Und auch diese Zahlen raus. Was ich aber tatsächlich jetzt mal abgesehen von dem Preis und der Größe ganz cool finde, dass der halt irgendwie geil integriert ist an der Wand und halt keine komischen Ständer mit Kabelkanälen runter und der ist halt geil integriert. Das fahre ich schon hart.
Digga, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich dran denke, wäre ich sauer. Samson, was ist das? Warum gibt es in eurem scheiß App-Store weder die Twitch-App, Leute, noch TV Now oder irgendwelche Apps, Digga? Da muss ich mir einen Fire-Stick kaufen, um die Kacke zu sehen. Ja. Verstehe ich nicht. Aber der Fernseher ist trotzdem geil. So ist es nicht. Im Hintergrund habe ich auch Philips Hue-Beleuchtung, die überhaupt nicht funktioniert. Danke an Philips an der Stelle. Tolle Updates, die ihr rausbringt. Ja. Insgesamt hat diese scheiß Beleuchtung 800 Euro gekostet mit dieser Synchronbox. Ihr bringt ein Update raus, die Kacke funktioniert nicht. Top. Ja, und ansonsten, ja, hier natürlich ein Highlight. Ein wirkliches Highlight, Digga. Prince Purple Rain? Was ist das? Für die Leute, die sich ein bisschen mit Musik auskennen und gerade mit der guten alten Zeit, den 70ern, den 80ern und den 90ern, hier haben wir ein Original geschriebenen Songtext von Prince vom Song Purple Rain. Das habe ich mir gegönnt als kleine Wertanlage. Ich bin Prince-Fan und das ist einer von drei originalen geschriebenen Songtexten von Prince. Für die Leute, die sich damit auskennen, werden es fühlen. Für die Leute, die das sich jetzt nicht so fühlen, das ist aber ein... Also Leon, fühlst du das? Ja, auf jeden Fall. Purple Rain. Der ist halt auch Dingy, Brudi, der ist original geschrieben von ihm. Im Studio. Einer von dreien, zertifiziert mit Papieren, die bei der Bank liegen, im Schließfach. Wirklich, ein richtig geiles Ding, habe ich mir mal gegönnt. Finde ich wunderschön, das Ding, bin auch stolzer Besitzer und freue mich, dass ich mir natürlich auch sowas ermöglichen kann, dank euch, die mich unterstützen. Weil als ich damals gekifft habe, gekokst habe, hätte ich mir sowas nicht kaufen können, ist ja klar. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch die extrem geile Couch, eine schöne XXL-Couch, wo man mit die... Ja, damit kann man arbeiten. Jungs, ne? Auf entspannt Bundesliga gucken kann. Ja, wo man entspannt Serie gucken kann. Aktuell habe ich Game of Thrones angefangen. Drei Folgen. Heute, später gucke ich noch weiter. Gefällt mir auch. Und die Couch ist super bequem. Ist Mikrofaser. War ein bisschen teurer, die Couch. Aber man kauft halt eigentlich auch nur einmal eine Couch und dann erstmal jahrelang nicht. Deswegen habe ich für die Couch ein bisschen mehr ausgegeben. Aber wirklich eine geile Couch mit Stauraum. Du kannst dir die Dinger verstellen, kannst hier an der Seite das Ding verstellen. Eine geile Couch, eine sehr geile Couch, die auch optisch, farblich hier, wie ich finde, gut reinpasst. Auch die Lampen, wenn man jetzt nochmal vergleicht, diese Lampen in diesem Bereich oder im Eingangsbereich, überall so dieselbe. Also generell muss ich sagen, ich finde das auf jeden Fall alles sehr, sehr gut zusammenpasst und stimmig ist, so. Nur mein persönlicher Geschmack, mir ist halt so, aber ich bin nicht der Typ, der so LED-Kram mag und manche Sachen mir einfach ein bisschen zu clean sind, also schwarz-weiß und Glas, das wirkt sehr, sehr edel und modern, aber für mich persönlich nur gesehen, ich mag dann eher so, was ich, Holz und so natürliche Materialien. Ihr seht es ja auch anhand von meinem Streamingzimmer, dass das, oder Leder und keine Ahnung, sowas in die Richtung. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr stimmig und cool, ja. Also ich passt zu Monte, finde ich. Derselbe Look, dieser industrielle Look, wie ich finde, sehr geil. Auch die, diese Streichtechnik. Was ich krass finde, dass er beim Wohnzimmer, dass das so offen ist. Also er hat ja einen riesen Türrahmen, ist ja keine Tür drin. So, aber wenn er jetzt da auf dem Sofa sitzt, kann er ja quasi von da aus durch den Flur hier vorne bis in den Eingangsflur reingucken. Das ist so ein bisschen, also weiß nicht, ob das ungemütlich wirkt, weil das so extrem offen ist. Wisst ihr, was ich meine? Die Seite hier wieder angewendet hat, ist natürlich nicht jedermanns Geschmacks, nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde sie sehr geil, mir gefällt sie sehr gut, habe ich auch Seid entscheiden lassen so mäßig, beziehungsweise Seid hat sich dann mit Steffi abgesprochen und am Ende fand ich den Look sehr genial. Ansonsten ja, haben wir hier noch von Breaking Bad, von allen Darstellern, handsignierte Autogramme, zertifiziert alles, habe ich damals geschenkt bekommen von einem ehemaligen Geschäftspartner von mir, also sehr, sehr geiles Ding. Hier haben wir noch... Ich muss sagen, ich finde cool, dass er überall diese... ich sag mal, Accessoires, Bilder, Awards, was ich zu hängen hat, mit dem er halt irgendwie was mit seinem Leben verbindet. So, das finde ich halt cool. Sei es jetzt sowas ja wie mit Breaking Bad oder seine Playbutton. Die ganzen silbernen Playbutton, silberner Playbutton für Spontaner Black, richtiger Kevin und die Crew. Das sind schon die neuen silbernen Playbutton. Ihr habt vorhin ja den alten gesehen. Und ansonsten, ja, was gibt's hier noch zu zeigen? Wir haben hier noch eine Green Wall, nennt sich das. Ja, stimmt. Das sind echte Pflanzen, die eingesprüht worden sind, wieder imprägniert worden sind, dass sie für immer im Grunde halten. Das riecht so richtig so, als wenn du frisch Rasen gemäht hättest oder so. Ist auch nicht jedermanns Geschmack. Ich glaube, eine Sache darf man nicht vergessen. Das Ganze ist gefilmt mit allen Vorhängen zu
und wahrscheinlich sogar allen Rollos runter. Dadurch wirkt es natürlich auch ganz, ganz anders vom Feeling, als wenn du jetzt wahrscheinlich tagsüber allein schon diese ganzen Vorhänge offen hast und da ein bisschen Licht reinkommt, alles natürlich ist, wirkt es alles, glaube ich, viel luftiger und offener und ja, nicht so, wie es bis jetzt wirkt. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass es nochmal einen riesen Unterschied macht. Ist ja logisch, dass das nicht zeigt, damit keiner sieht, wo er wohnt. Ne? Ich finde diese Optik sehr geil. Cooler wird es natürlich noch kommen, wenn es ein bisschen heller hier drin wäre, aber ich mag es lieber gedimmt. Ist ein Highlight für mich. Finde ich, sieht geil aus. Und ansonsten haben wir hier noch Bose Surround-System, was ich hier reingeklemmt habe. Hier haben wir noch ein super schönes Bild von Kylo, vom M. Lovely, der auch das Bild im Eingangsbereich, was ich euch gezeigt hatte, gemalt hat. Ja, hier hängt Ehrenbruder Kylo. Hier haben wir noch meine alte, ehrenwerte Pflanze aus dem Schlafzimmer, die ich mitgenommen habe. Ja, und das war es eigentlich schon. Das richtige Highlight, beziehungsweise für mich das Highlight im Untergeschoss, ist das Aquarium oder das Wohnzimmer an für sich, aber auch das Aquarium. Aber natürlich. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Wenn man jetzt hier auf dem Sofa sitzt, dann guckt man quasi bis hier vorne in den Eingangsbereich komplett durch so. Alles sehr, sehr offen. Aber es ist auch wieder eine Geschmackssache. Auch die Garage, Digga. Die Garage, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ab geht's in die Garage. Brrra! Ski, ski, ski! Monte fährt Fahrrad? Oder ist das ein E-Bike? Ja, willkommen in meiner Garage, Digga. Ja, die kennt man ja schon. Hier seht ihr mein Fahrrad, was ich mir gekauft habe, mit dem ich dreimal gefahren bin, Digga. Leon, was sagst du zu der Garage? Hast du noch nicht gesehen? Ich stell mal das Fahrrad hier an die Seite. Das ist auf jeden Fall fresh. Also diese Bahnoptik ist sehr nass gemacht. Das sieht gut realistisch aus. Das ist halt echt krass. Er hat das damals, glaube ich, schon gezeigt im Stream. Habe ich mir auch angeguckt. Diese 3D-Effekte sind halt heftig, ne? Das ist Licht und Schatten. Das ist nur Schattierung, Digga. Das ist nur Schattierung. Und hier haben wir natürlich, also, ja, sei es jetzt... Moment. Ah, okay, scheiß drauf. Kauft sich ein Haus für 9 Millionen Euro und keine Technik. Digga. So, also. 9 Millionen. Das heißt, die indirekte Beleuchtung auch wieder hier in der Garage, was natürlich dem Ganzen nochmal einen richtig geilen Look gibt. Ja, das ist halt, also, schaut euch einfach nochmal an, wie die Garage vorher aussah. Und die Ist das hier ein Dreck auf dem Heckspoiler oder was? Oder ist das ein Muster? Die Garage ist halt einfach brutalst, Digga. Hier steht mein Baby, den ich selten beglücke, schon 2 Monate nicht mehr gefahren. Aber ich will nicht, dass das auch noch was Alltägliches wird. Dass ich ihn habe, ist was Alltägliches. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber das Fahrgefühl... Oh, das könnte ich nicht, glaube ich. 2 Monate lang mit dem Lambo nicht fahren, wenn ich einen hätte? Also klar, dass er sagt, er fährt ihn nicht immer, um halt so diese Besonderheit zu wahren, kann ich völlig verstehen. Aber 2 Monate... Soll nicht alltäglich werden. Und deswegen fahre ich ihn wirklich sowieso zur kalten Jahreszeit jetzt wesentlich seltener. Oh, ja, aber Digi, das ist wirklich... Ich würde mit den Safe erstmal durch den Wald ballern. Sehr, 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 sehr geiles Auto, aber am Ende, Digga, würde ich mich immer für meine S-Klasse entscheiden, Digga. Die S-Klasse ist einfach Liebe. Ein Wohnzimmer für echte Männer, Digga. Ein Wohnzimmer für echte Männer. Das ist die Garage, Digga. Ein echtes Highlight, wie ich finde. Ich habe so noch nicht eine einzige Garage gesehen. Mit Graffiti-Künstlern bestückt. V8, das macht Krach in der Nacht. Omsk. Und Kino, 2 Sprüher, die mich in meiner Kindheit mies geprägt haben mit ihrer Kunst, mit ihrem Graffiti. Und auf der anderen Seite haben wir ein Graffiti von Moses. Ich würde fast sagen, einer der bekanntesten Sprüher europaweit. Jeder, der Graffiti kennt, kennt auch Moses. Und den bei mir auch in der Garage verewigt zu haben, oder dass er sich hier verewigt hat, ist einfach... Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich würde sagen, ich küsse eure Augen. Danke für den Support. Ich hoffe, dass das nächste Video schon am Sonntag kommt. Dann wahrscheinlich das Obergeschoss. Und dann darauf für Mittwoch eventuell dann der Gaming-Raum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Danke für den Supporterino. Das regt mich auf mittlerweile, Mann, diese Sprachfehler, die ich habe. In dem Sinne würde ich sagen, Kuss, 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 Wiederschauen und reinhauen. Ja, cool. Also geiler Einblick. Ich werde mir auf jeden Fall die anderen Videos auch noch reinziehen, wenn die rauskommen. Ich muss sagen, ich gucke mir halt generell gern Roomtour-Videos an, egal von wem, weil ich es einfach spannend finde, wie die Leute halt wohnen und leben. Und ist einfach interessant. Ja, finde ich sehr cool. Teil 2 der Haustour von Monte. Wir wollen natürlich sehen, was hat er gebaut, was ist da los. Ja, Ankleidezimmer XXL. Wir schauen rein. Und ich möchte den Rettungsschwimmerbeat, hoffentlich.
Neon, also. Also sehr lang, sehr großer ISO, alles klar. Okay, ready? Ja, leg los, Sascha. So, ihr Schlängel. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Da ist er. Herzlich willkommen. Heute zum zweiten Teil eines Hausvideos. Und ja, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, es geht nach oben, also sind wir im Obergeschoss. Ich hoffe, euch geht's gut. Das erste Video, danke fürs Feedback, das ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Und ganz zufälligerweise, ich weiß nicht, wie das jetzt hier passieren konnte, liegen hier gerade noch die limitierten Autogrammkarten, die es aktuell immer noch bei mir im Shop zu jeder Bestellung dazu gibt. Handsigniert ab einem Bestellwert von 65 Euro gibt es noch diesen wunderschönen Get On My Level Fanschall dazu. Prima Geschenke. Shoppen Sie nicht von alleine. Niemand hat Bock, in der jetzigen Zeit rauszugehen. Und meine persönliche Empfehlung, der 540 Gramm Sipoli. Wärmer als eine Winterjacke. Also mein Lieblingsstück im Shop. Gehstück für Gönn. Ihr wisst, das Haus zahlt sich nicht von alleine. So, also, wir sind jetzt hier im Flurbereich bzw. im Eingangsbereich. Hier haben sich natürlich, also das sieht, ist natürlich eine Geschmackssache, das ist klar. Aber hier haben sich hier hat sich der ein oder andere Graffiti-Künstler ausgetobt. In dem Fall war es, wie man es unschwer erkennen kann, Frost. Und Jizzes war auch noch ein bisschen am Start, hat auch ein bisschen mit rumgekriegelt. Ja, das hat so ein bisschen, na, ich will mal sagen, Hamburger Flair, Schanzen-Flair, würde ich sagen. Auch hier wieder die Industrielampen. Indirekte Beleuchtung, auch eingebaut worden, war vorher nicht vorhanden. Ja, kleines Detail am Rande. Drumherum haben wir so eine Art Bilderrahmen einbauen lassen, dass dieses ganze Graffiti so, ja, finde ich gut mit dem Rahmen, Gemälde dort zur Geltung kommt, finde ich optisch sehr geil. Ja. Ja, und ansonsten auch hier natürlich, wie auch schon unten, Handgelenke, Digga. Geländer, Bruder, Geländer, ja, farblich zu der Treppe passend, Fußboden komplett neu. Wir haben hier komplett neuen Teppich verlegen lassen, richtig flauschiger Teppich. Weißer Teppich, das würde bei mir aber nicht lange gut gehen. Ist natürlich mega gemütlich. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir Teppich bei mir irgendwo reinbauen lasse, aber ich kaufe mir jetzt einen Teppich und lege den dann einfach hin, weil so ich, das wird bei mir nichts. Das Ding ist in 5 Minuten ist das Ding schwarz und grau. Wie ich finde. Dann haben wir hier, vielleicht kennt ihr die noch, aus meinem alten Wohnzimmer, die Bilderrahmen. Da habe ich jetzt einfach mal eins von Balmain und von Louis Vuitton reingehangen. Eine kleine Grünpflanze. Ja, und ansonsten, so viel hat sich jetzt hier nicht geändert. Was ist das, Elefantenfuß oder sowas? Kann das sein? Ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich meine, das ist irgendwie so ein Elefantenfuß oder so heißt die, glaube ich, die Pflanze. Außer, wie gesagt, der Teppichbereich. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal Monstera ins Badezimmer rein. Das stimmt. Badezimmer war eigentlich ein gutes Badezimmer, aber ich habe mir gedacht, ich will es einmal richtig machen, Diggi. Und deswegen habe ich es so gemacht, wie es mir gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Jetzt bin ich gespannt, oh, auf LED-Basis. Ah, erstmal den LED-Look drauf abflashen, Digga. Erstmal auf den LED-Look drauf abflashen. Indirekte Beleuchtung, auch wieder natürlich im gesamten oberen Bereich. Es ist hier im Badezimmer, ist komplett alles neu. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Badewanne und die Toilette. Und die Toilette fliegt ja auch noch raus, wie ihr wisst, weil da immer mein Löhres des Keramik küsst. Sieht wunderschön aus. Er hat eine Beleuchtung in der Badewanne, kann auch das sein? Wieder eine wunderschöne, ich mach mal richtig Licht an, Digga. Kannst den ISO-Wert da jetzt mal einstellen auf Profibasis, Digga. Wo geht denn das Licht an? Ja, moin, Licht ausgemacht, Digga. So, auch hier haben wir eine wunderschöne Streichtechnik, die seit hier wieder volledelt hat, vollendet hat. Keine Ahnung, Mann. Also ich muss sagen, diese Streichtechnik-Wanddinger ist natürlich wieder eine Geschmackssache. Das ist jetzt nicht mein Geschmack. Erinnere mich irgendwie so ein bisschen so an 90er Jahre irgendwie. So, es spricht mich persönlich einfach nicht so an. Aber ist ja einfach eine Geschmackssache. Auch auf der Badewanne. Fliesen finde ich geil auf dem Boden. Das sieht wirklich, also wirklich, sieht richtig geil aus, wie ich finde. Ah, ist so eine Dreiecksbadewanne da. Okay. Was ich im letzten Video gar nicht so gezeigt hatte, was aber im gesamten Haus ist, überall Sicherung für die Fenster, Doppelsicherung, so. Aha. Noch einmal den hier, dann kann ich das abschließen. Und wenn man jetzt, also es ist so doppelt und dreifach abgesichert, plus Alarmanlage, Bewegungsmelder noch. Aha. Also wer hier einbrechen möchte bei mir ins Haus, der sollte irgendwie, ja, irgendwo in seinem Stammbaum MacGyver drin haben, weil ansonsten... Keiner Spruch, in seinem Stammbaum MacGyver drin haben. Wäre das nicht möglich. Feuer. So, ansonsten... Challenge! Das klingt ja fast schon nach einer ausgesprochenen Challenge. Nee, Spaß. Hier noch, natürlich, meine wunderschöne Parfüm-Sammlung. Parfüm? Krass, der Spiegel hat in den Türen quasi auch nochmal einen Spiegel. Und Digga, Leon hat auch schon ein bisschen geschnüffelt, oder? Jo. Oh,
Da habe ich schon was entdeckt, gerade in der Parfumsammlung. Denn mein Parfum, was ich benutze, ist da nämlich auch mit dabei. Sind doch die ein oder anderen Klassiker drin, wie in meiner Classic-Playlist auf Spotify.de. Ja, sehr viel Creed, also sehr viele geile Düfte, wie ich finde. Und ja, was soll ich da jetzt groß drauf eingehen? Ja. Also ich habe eins. Ich habe ein Parfum. Parfum. Ja, es wird eine halbe Stunde dauern. Wir sind sehr, sehr... Reicht mir auch. Viele ausgefallene Düfte drin. Kleiner Funfact hier. Ja, welches wollt ihr jetzt wissen? Das wird nicht verraten, Freunde. Das wird nicht verraten. Von meiner Oma. Immer schön mit diesen Wattebällchen und mit Veleda. Keine Produktplatzierung, aber meine Oma benutzt immer Veleda. Immer das Gesicht sauber machen vorm Schlafengehen. Das ist hier belebendes Gesichtswasser. Perfekt. Aha. Hat meine Oma immer benutzt oder benutzt sie immer noch und irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Weiß gar nicht, was ist hier drin? Ich wollte gerade sagen, hier oben, okay, also hier in Doppelwaschbecken. Also Doppelwaschbecken finde ich irgendwie, ne, ist wieder nur so persönliche Meinung, finde ich irgendwie Quatsch. Also wieso Doppelwaschbecken, damit man sich zu zweit gleichzeitig, aber selbst wenn man sich zu zweit gleichzeitig fertig machen will, ich meine, wofür brauchst du das Waschbecken? Hände waschen? Ja. Zähne putzen zum Ausspucken. Also braucht man zwei Waschbecken? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das braucht. Also außer du bist jetzt vielleicht eine Familie und machst dich mit vier Leute gleichzeitig fertig. Aber ansonsten, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das braucht. Was ist denn hier unten alles drin? Ja, Zahnpasta, Deo. LOL, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Zahnpasta. LOL. Deo, Duschgel, Fusselbürste, Nasenhaartrimmer, naja, Zahnstocher. Was haben wir hier drin? Toilettenpapier, Rasierer, ein altes Bild. Von meiner Katze, Socke. Was macht das da drin? Das haben wir jetzt hier erstmal reingelegt. Das ist auch noch nicht alles komplett fertig. Und ich glaube hier Handtücher und noch ein bisschen Parfum. Parfum? So Auslaufmodelle, die ich nicht mehr benutze, beziehungsweise auch nicht in der Sammlung haben will. Ja, hier hinten der Scheißhausbereich. Auch ganz gemütlich, Dinger. Ganz gemütlich. Buff. Zack. Und Abfahrt, Digi. Aber auch hier wird die Toilette... ausgetauscht, weil halt einfach, das habe ich ja im letzten Video schon erzählt, gefällt mir nicht, wenn er die Keramik küsst. Sau warm ist das, ne? Ja. Diggi, ich. Fußbodenheizung. Ist auch echt warm. Und hier natürlich. Die Fußbodenheizung ist aber auch krass eingestellt. Die Fußbodenheizung im Badezimmer muss aber auch krass eingestellt sein. Und hier natürlich das Highlight der Highlights, Digga. Komm mal her, Leon. Meine wunderschöne Dusche. Oh, ja, auf Regen. Vertrau mir. Drei Stufen, hinten Wasserfall, in der Mitte noch ein Brausestrahl und dann noch, wie nennt man das nochmal, auch nochmal so ein Wasserfall, Digga. Indirekte Beleuchtung beim Duschgel. Ja, klar. Wunderschön. Ich habe schon oft gut geduscht, auch in richtig schicken Hotels, ne? Aber die Dusche ist wirklich mit die schönste Dusche, wo ich jemals drin duschen war. Gefällt mir sehr gut. Guten Job gemacht hier, die Innenarchitektin Steffi. So, dann würde ich sagen, wo sieht aus als Steffi? Also, es ist halt ja, die Dusche fühle ich auch, das ist cool, ne? Das Bild noch hier hängen, so. Finde ich geil. Buff. Stellt es euch einfach vor, so soll es eigentlich normalerweise sein. Hier oben haben wir noch Dachgeschoss bzw. Abstellkammer. Da, allerdings bei der Dusche ist bei mir so, ich finde eine Regendusche nutze ich eigentlich nie. Ich nutze immer einen Brausestahl und deswegen brauche ich bei mir so eine Stange dran, damit ich das Ding oben festmachen kann. Weil ich brauche richtig Druck auf der Bürste, weißt du, was ich meine? Damit so Regen war, ich brauche Druck, ich brauche so Massagestrahl. Oh, da muss ich richtig heiß dir den Rücken wegbrennen. Das muss auch richtig, da musst du, du brauchst quasi eine Art, wie heißt die Dinger? Kercher, genau, ich brauche so einen Kercher, so einen Dampfstrahler, so einen Kercher brauche ich. Und dann auf 60 Grad, Junge, damit der Mock richtig runter kann, der Kercher. Ja, das muss wehtun, genau. Das muss wehtun. Die Haut muss ich schon so leicht lösen, damit so diese, die Schlangenhaut sich einmal ablöst. Was sag ich mir? So ein Hochdruckreiniger. Genau. So ein Ding ist bei mir verbaut. Oder verbaue ich jetzt nochmal neu, weil wird ja auch alles neu gemacht. Deswegen brauche ich noch so eine Duschstange, damit ich das oben auch festmachen kann, damit ich schön hier so den machen kann. Geil. Das sind dann die... Das ist eine sogenannte Drucksäuberung. Genau, so sieht's aus. Marihuana-Plantagen, Kapi. Also Kapi für die Polizei, die das jetzt sieht, ist ein Begriff, Kappa. Ironisch gemeint, nicht, dass sie jetzt bei mir direkt eine Hausdurchsuchung macht. Ja, und ansonsten, hier ist noch die Küche. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da brauchen wir gar nicht groß durchgehen. Das Einzige, was sich hier in der Küche verändert hat, ist, dass ich die Front verändern lassen habe, weil sie optisch
vorher nicht so geil aussah, wie ich finde. Ansonsten hat sich hier nichts verändert. Ich habe die Küche noch nie benutzt. Das Einzige, was ich hier nutze, ist den Kühlschrank für mein Fischfutter, für meine Tierchen. Ansonsten habe ich die Küche noch nie benutzt. Und ich glaube, die Küche wird er auch nie benutzen. Also wozu ist diese Küche, ne? Klar, wenn du jetzt das Haus kaufst und da ist so eine Küche drin, reißt du die raus, machst du die weg? Es hat immer die Frage, ne, wenn du nicht selbst baust, sondern kaufst, wie krass baust du das um, ne? Du hättest ja jetzt auch sagen können, ey, ganz ehrlich, Küche fliegt raus und ich mache, also ich kenn's den Grundriss nicht, ne, aber ich mache eine Baderweiterung und keine Ahnung, oder reiß die Wand raus und mache ein riesen Schlafzimmer draus, keine Ahnung was. Aber zweite Küche hätte er wahrscheinlich, wenn er das Haus selbst gebaut hätte, auch nicht einbauen lassen. Also zweite Küche, weiß ich nicht. Mein Plan ist dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr die Küche hier rauszureißen. Ah. Und eventuell mir eine große Dachterrasse zu bauen. Ah, einen großen Wintergarten ist jetzt in meinem Kopf als Idee gewesen. Ob ich es dann wirklich mache, weiß ich noch nicht. Ja, fühle ich eher. Muss ich auch fairerweise sagen, nutze ich eigentlich gar nicht. Es ist gut, sie zu haben. Wie sagt man immer, besser haben als brauchen. Ne? Ja. So. Ja. Was du hast, hasse. Was weg ist, ist weg. Ja? Viel hilft viel. Ja? Ich sag mal, ist die Birne geschält, ist das Bonbon gelutscht. Viele Wege führen nach Rom, hätte Fahrradkette. Was willst du machen? Und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Oh. Da, wo ich immer alleine liege, weinend und mir an der Nudel rumspiele, Digga. Das Schlafzimmer. Mhm. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Ja, es ist natürlich erstmal dunkel, das ist klar. Wir haben hier den grandiosen, wunderschönen Sternhimmel, Digga. Der ist wirklich, ist einfach wunderschön. Viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Kindheit. Da hatten sie diese Sterne, die man im Glow in the Dark im zum Nachleuchten aufladen musste als Kind. Und die hat man sich dann hingeklebt und die haben dann geleuchtet. Kennt viele von euch. Und das ist bei mir hängen geblieben. Ich wollte immer gerne einen Sternhimmel haben und den habe ich jetzt. Ja, Leon, warte mal, ich mach mal da mal das Licht an hier. Dann haben wir hier mein... Die Frage ist, kann man die Farbe verändern vom Sternhimmel und den auch weiß machen? Sterne sind ja nicht blau. XXXXXXXXXL-Bett. Das ist, also ich leg mich mal rein, Leon, damit man mal das Verhältnis sieht. Ah. Fühl ich. Also von der Größe her, das Bett, ja. Ja. Das ist riesig. Ich weiß gar nicht, wie groß. Ist auf jeden Fall riesig. Also, ja. Geil. Ich feiere, dass es auch so komplett da reingebaut ist. Genug Platz für mich und Kylo. Also da hat jeder seine Ecke, Digga, auf ganz entspannt. Das ist ein wunderschönes Bett. Ey, da kannst du ja zu... Also jetzt mal wirklich, da kannst du zu dritt drin pennen, oder? Wenn ich ihm jetzt angucke hier, fang ihn hier. Wenn ich mir den Mund angucke, wie er jetzt hier sitzt, klar, ein bisschen auf breitbeinig angelehnt. Aber da kannst du locker auch, ne? Da kannst du auch zu dritt drin pennen. Das ist mal nichts Schlechtes so. Mit der indirekter Beleuchtung, LED hier und unten am Fußende. Ich habe hier noch, wie nennt man das nochmal? Ich frage mich, ob man dieses Bett überhaupt so normal standardmäßig kaufen kann oder ob das einfach eine Schreiner-Tischler-Selbstanfertigung ist. Also Einzelanfertigung meine ich. Wireless Charging Station. Digga, ich habe mich richtig drauf gefreut, mein Handy da immer hinzulegen. Weißt du was? iPhone 12 hat Probleme damit. Funktioniert nicht mit dem iPhone 12. Mit jedem anderen Handy davor geht's, aber mit dem iPhone 12 nicht. Ja, auch hier hinten eine wunderschöne Streichtechnik wieder. Da finde ich die Streichtechnik zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, beim Bad ist mir das einfach zu viel. Weil das mehrere Wände sind und dann unten noch die von der Badewanne auch und so weiter. Hier hingegen ist es eine Wand. So als Eyecatcher finde ich es gar nicht schlecht. Vom Ehrenbruder Seid. Hier oben dieser Industrielook-Platten. Also nur mal für eure Vorstellung, was das für eine Arbeit war. Jedes einzelne Licht hier, jeder einzelne Stern ist ein... Bohrloch. Ja, wie nennt man das denn nochmal? So eine Plastikschnur wie Angelleine. Ja. Jedes Ding wurde einzeln durchgesteckt und abgeschnitten. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber nur der Sternhimmel hat eine Woche gedauert. Das hat Gerald gemacht, Ehrenbruder Gerald, mein Elektriker. Der hat das gemacht, der hat ziemlich abgekotzt. Glasfaser. Weil er eine Woche lang nur diese einzelnen Seen hier durchgetan hat. Aber am Ende, das Ergebnis sieht babamäßig aus. Ich kann alle Farben einstellen, wie ich möchte. Auch verschiedene Farben. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Leon, jetzt mal dein persönlicher Eindruck. Der Sternhimmel ist schon Baba, oder? Ist sehr nice. Ich dachte vorhin, man sieht diese Kabel auch, wenn er aus ist. Aber man denkt halt, das ist eine normale Decke. Nee, richtig. Was ich tatsächlich jetzt öfter mal gesehen habe, es gibt auch diese Cubes, die du hinstellen kannst, die irgendwie im ganzen Zimmer so eine Art Stern, sonst was, Himmel da irgendwie hinprojizieren. Finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler, weil es flexibler ist und man es halt ausprobieren kann. Weil das, ist wieder eine Geschmackssache. Es passt, glaube ich, zum Moment, ist cool, finde es auch geil. Und das ist auch das Wichtigste. Ich würde mir jetzt da keinen Stern mehr hinballern.
sondern wenn, dann würde ich mir, glaube ich, eher so ein Cube hinstellen, der das irgendwie da so ranprojiziert. Ja. Ich kann mal ausmachen, damit die Leute mal den Look haben. Ja, aber dann ist die Kamera auch, das ist halt dann ultra dunkel, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, brauchst du eine neue Kamera. Würde ich mal sagen, nee, kaufst du mir eine Gehalte. Ja, deine Kamera gehört mir. Das weißt du noch nicht. Nee, auf keinen Fall. Da steht so ein Siegel drauf, gehört unter anderem weg. Ist doch Spaß beiseite. Also ist auf jeden Fall, das Bett habe ich mir anfertigen lassen. Ich muss wirklich sagen, das ist ein riesen Klopper, aber geil. Mein Surround-System von Bose da hinten auf entspannt. Und ansonsten habe ich hier noch so eine kleine Sitzecke, Digi. Mein Fernseher, den ich auch unten im Wohnzimmer habe. Mhm. Ist natürlich jetzt relativ dunkel hier drin, weil ich habe die Fenster zu, weil ich halt auch keinen Bock. Ja, kann man ein bisschen liegen. Da erkennt man sofort ja, wo es ist natürlich jetzt. Ob das irgendein Arschloch irgendwas sieht, was er nicht sehen soll. Hier habe ich meinen Fernseher, meine Chiller-Ecke, Digi, und ich fühle mich hier sehr wohl. Auch hier wieder natürlich der flauschige, wunderschöne Teppich. Das ist halt mein Schlafzimmer, weißt du? Sternhimmel, dicker Fernseher, dicke Surround-Anlage, dickes Bett. Was willst du als Mann mehr? Dicken Schwanz, den hast du nicht. Nee, aber der ist lang, Bruder. Der piekst. Lang, dünn und stinkt. Du dumme Sau, Alter. Du dumme Sau. Ja, und jetzt kommen wir natürlich hier zum Highlight im Grunde auf der Etage. Wirklich zum Highlight. Oh, was jetzt? Mein Ankleidezimmer, Digga. Ach, stimmt. Ich sag gleich vorweg, das ist mein Ankleidezimmer. Das ist kein Laden, wo ihr shoppen gehen könnt. Leon, bist du bereit? Soll ich die Tür aufmachen oder was? Yes, sir. Ja, okay. Also, ich würde sagen, in dem Sinne 3, 2, 1. Yo, Alter. Aber die Regale sind ganz geil, ne? Ist halt schön metallgeschweißt hier wahrscheinlich. Na klar, man kennt es. Ja, passt zu Monte. Also. So, Freunde, das ist also mein XX. Auf minimalistisch angelehnt halt. Ankleidezimmer, das ist, ich muss vorweg sagen, als ich dann gesehen habe, als es eingeräumt war, also ich habe es nicht selber eingeräumt, war ich selber erschrocken, wie viele Klamotten ich eigentlich habe. Also ich habe wirklich viel zu viele Klamotten, aber ich glaube damals, oder ich mache ab und an mal Shopping-Streams und so hat das dann angefangen, dass ich Klamotten über Klamotten bestellt habe, die ich zum Teil gar nicht angezogen habe. Und in meiner Wohnung habe ich auch einfach überall Klamottenberge gehabt. Ich wusste gar nicht, welche Klamotten ich habe und welche nicht. Deswegen habe ich jetzt diesen Kleiderschrank hier. Deswegen habe ich diesen Kleiderschrank. Unterstützt auch von meinem Bruder Wadi Tim, der mir da ein bisschen Support versprochen hat, finanziell auch, weil das Ding hat auch Geld gekostet. Und Ehrenbruder Wadi Tim hat auch gefühlt 30-40% von diesen Klamotten, die hier drin sind, hat Wadi Tim mir geklärt, weil es hochwertige Klamotten sind, hochwertige Schuhe. Und Onkel Wadi klärt solche Klamotten für mich und für euch. Also gerne auch ein bisschen Liebe bei Wadi am Start lassen, Digga. Alter, das ist halt schon echt heftig viel, ne? Das sind ja da drüben jetzt nur Pullover, oder? Das sind nur Hoodies da drüben auf der Seite jetzt, was wir gerade sehen. Digga, wie viele Hoodies sind das? Also ich habe, glaube ich, vier. Vier Hoodies habe ich, glaube ich. Ja, ne? Und theoretisch bräuchte ich nicht so viele. Also zwei würden wahrscheinlich reichen. Ich habe hier Klamotten über Klamotten, Pullover, alles mit hier, Digga. Meine Schränke sind voll, wurde hier unten... überall Jogginghosen drin. Das ist aber auch geil, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt einfach auch... Ach, da unten sind ja auch nochmal überall Fächer. ...auch sehe, was ich überhaupt habe, muss ich fairerweise sagen. Hier haben wir beispielsweise meinen Unterhosenschrank, ein Teil von meinen Unterhosen. Da liegt alles schön drin. Ich besitze 7 Unterhosen. 7. 7. Gefällt mir auch, das ist elektronisch, das schiebe ich einfach wieder zu und gut. Das ist auch noch elektronisch, ich gehe fester, Alter. Ne? Hier haben wir überall irgendwie, keine Ahnung, das ganze Regal ist hier mit Socken, alle farblich sortiert. Hier sind graue drin, frag lieber nicht. Hier sind, keine Ahnung, was da drin ist. Ja, Mann, jetzt klemmt das wieder vor, wie effekt, billig. Weiße Socken, ja, Digga, also, was soll ich dir sagen? Ja, und ansonsten ein paar Caps, den Großteil meiner Caps habe ich unten. Und mein Cap-Regal aus der alten Wohnung habe ich noch gar nicht abgebaut, aber... Da sind auch viele Caps bei... Geil, bei Stromausfall keine frischen Schlüpper. Stell dir echt mal vor, bei Stromausfall geht einfach das Ding nicht auf und er kommt wirklich nicht an die Schlüpper ran. Oh, eine Belastung, Freunde. Mit einem anderen Champ, die ich jetzt nicht mehr trage, die habe ich früher getragen. Da haben wir hier noch ein paar wunderschöne Schuhe. Also die ganze Optik sollte da... Haifisch Nikes. Muss ich sofort an das Lied denken.
Ja, also man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ja, ich glaube, das Ankleidezimmer ist auch einfach, da geht es auch nicht zu 100% darum, das alles anzuziehen, sondern einfach, weil das optisch einfach schön findet, ne? Also genauso wie er halt sich vielleicht ein Bild an die Wand hängt oder irgendwie, was ich meine, so Deko, könnte es vielleicht sagen, Männerdeko, ja? Ja, da ist halt einfach mal so ein Schuhregal, weil es einfach geil aussieht, so, ne? Darauf hinauslaufen, dass man sich so fühlt wie in einer Shopping Mall, wie in einem Einkaufsladen. Oder das Feeling, Leon, kommt auch rüber, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier sind viele Schuhe bei, die ich gar nicht tragen würde. So. Also deswegen. Die pinken Dinger hier, die fand ich optisch geil. So dieses Neon-Ding fand ich schon immer geil, diesen Regenbogenfarben. Ich würde sie wahrscheinlich selber nie tragen. Onkel Wadi hat mir die geklärt, wie den Großteil dieser Schuhe, die hier drin sind. Die Louis Vuitton-Schuhe hat mir Onkel Wadi geklärt. Die finde ich auch übrigens ziemlich geil, habe ich aber auch noch nie getragen. Und ja. Ansonsten kleine Geschichte hier nochmal am Rande zu diesem Schild. Ich habe mir das Schild schon... Das ist halt schon cool, auch mit diesen Schildern und so. Es sieht halt aus wie ein edler Klamottenladen, ne? Mal vor etlichen Jahren gekauft in Lüneburg, in einem Hip-Hop-Laden. Das war aber defekt. Da habe ich es auf gut Glück für 130 Euro, glaube ich, gekauft gehabt. In der Hoffnung, dass ich es reparieren kann. Ich konnte es dann nicht mehr reparieren. Und einige Jahre später habe ich das Schild nochmal gefunden. Es ist sehr selten. Also das ist ein Werbegeschenk, was New Era damals ihren Shops in Deutschland gemacht hat, und dann habe ich demjenigen immer mehr Geld geboten, bis er mir das dann verkauft hat. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich so ein Ankleidezimmer hier bekomme. Für wie viel hat er das denn gekauft? Und am Ende, Digga, die Geschichte finde ich eigentlich ganz cool, am Ende hängt jetzt dieses New Era Schild hier drinne, als wenn es hier schon immer hingehört hat. Ja, und ich finde das Schild geil. Ich stehe an für sich auf so Neon-Reklame aus Amerika. Ich habe ja auch noch ein paar Bierwerbung etc. Bei mir im Keller stehen. Ich liebe solche Schilder einfach. Ja, ich liebe solche Schilder und ja. Ansonsten, ja, einige Sachen halt, was soll ich sagen, Jogginghosen über Jogginghosen, ein paar Gucci-Mucci-Anzüge, ich habe so viele Pullover, so viele Jacken und endlich sehe ich auch mal, was ich alles habe. Digga, das sind, das habe ich, das ist schon kräftig, ne? Vorher ehrlicherweise bei mir in der Wohnung nicht mehr gesehen. Guck dir das an, Alter. Holy moly. Den, Digga. Dann haben wir hier noch den. Ich habe nicht mal einen Kleiderschrank in meiner Wohnung und da kommt auch keiner rein. Ich habe nicht mal Bock auf einen scheiß Kleiderschrank. Weil mir das schon zu viel wäre, so ein Klopper da. Den Get On My Level Infinity Spiegel auf dem Video kommt. Ah, das mit den Spiegeln finde ich geil. Also muss ich sagen, mit diesen beiden Spiegeln so, dadurch wirkt halt der Raum so gedoppelt. Finde ich schon, finde ich stark. Kommt wahrscheinlich nicht so rüber wie in real, aber wenn du da so vorstehst, sieht es so aus, als wenn du da so noch irgendwie 2 Meter reingehen könntest, ja, ja. So mäßig. Ein sehr geiler Look mit meinem Get On My Level Logo. Das Logo, was mich ja irgendwo auch so zu dem gemacht hat, was ich bin. Oder womit ich mich die Leute auch identifizieren. Hier haben wir noch meine T-Shirt-Ecke, Digga. Alle Bügel. Oh! Vorne, Digga. Sehr interessantes T-Shirt. Ja. Alles nur aus Liebe und so weiter. Fick die Ex, perfekt. Werbefreundlich, Digga, kann ich wieder knicken. Von meinem Homie King Orgasmus One hier, ja. Im T-Shirt. Alle Bügel haben das Get On My Level Logo. Die Bügel werden aber noch ausgetauscht, weil sie von den Maßen nicht so gepasst haben, wie wir sie eigentlich bestellt hatten. Und ansonsten, hier ist meine T-Shirt-Ecke, Digga. Alter, Bruder, was soll ich euch sagen? Ich glaube, ich hätte gar nichts sagen müssen. Das Ding ist einfach... Ah, die sind auch alle noch beleuchtet hier drin, ne? Ist schon heftig. Eine 1+, Brudi. Ja. Wer hätte mal gedacht, dass ich sowas hab? Wisst ihr, wie ich meine? Wer hätte mal gedacht, dass ich sowas hab? Da danke ich euch auch natürlich, weil ihr habt supportet über die ganzen Jahre, Digga. Support hat nicht nachgelacht. Hier, da sehe ich mich in der Jacke auf jeden Fall hier, in dem Hoodie. Der ist eher so noch nach oben gegangen und dafür bin ich sehr dankbar und einige feiern das Ding hier nicht, aber ich weiß, der Großteil meiner Community feiert das Ding und gönnt auch, denn klar. Gönn steht für gönn. Und in dem Sinne würde ich sagen, also gönn tue ich da alles, das ist definitiv. Warum sollte man auch nicht gönnen? Also das war der zweite Teil meines Hauses, das Obergeschoss. Ah. Der nächste Teil, der kommt, wird dann mein Gamingzimmer noch sein. Ja, und dann haben wir dahinter eigentlich einen Haken gemacht und haben das Ding dann abgehakt. Ja, moin. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, ja, Leon, willst du auch irgendwas sagen? Ja, da bin ich mal. Ja, oh, ich wollte auch gerade. Wir hätten sowieso rausgeschnitten. Was du gesagt hast, wäre sowieso rausgeschnitten. Ja, Bruder. Ich brauche was zu trinken, mein Mund ist in die Wüste, Digga. Du, Alter. Was? Schneid ich die Videos oder du? Ich? Guck mal, ich kann sagen, du hast jetzt einen Hut auf. Aber so einen richtigen Hut. Das wie ein Hut? Ich habe auch ein Bild von deiner Mutter auf meinem Handy. Du gehst immer nur auf Mutter, du bist unkreativ, Digga. Ja, nee, das sind gerade die Besten. Die Muttersprüche sind immer die Besten, Digga. In dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Ja, Kuss, Kuss, Kuss. Danke für den Supporter Rino. Und wir sehen uns dann in nächster... Ach, Digga. Wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, Kuss, Kuss, Kuss. Wiederschauen und reingehauen. Geil, ich fand's mega unterhaltsam. Ich find's lustig. Ich find's auch lustig, wenn die sich gegenseitig irgendwie voll blödeln. Feier ich.
Ich zeige euch mein fertiges Haus Teil 3, Freunde. Wir sind einer der Ersten hier. Wir gehen rein. Ich bin gespannt. Es ist soweit. Ich warte jetzt auf den Rettungsschwimmerbeat. Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Haustour. Und die ist natürlich dann dementsprechend im Keller. Ich würde sagen, Leon, wir schnacken nicht lange. Wir gehen schon mal runter. Hier ist eigentlich, hier wurden die Wände gestrichen in schwarz. Hier hängen schöne Bilder von mir in der Simpson-Optik. Ist natürlich noch nicht alles so perfekt. Und ganz zufälligerweise, Leon, komm mal hierher. Ganz, ganz zufälligerweise liegen hier gerade noch die limitierten Autogrammkarten. Mensch! Die zu jeder Bestellung bei mir im Shop dazugeben. Das ist ja der Wahnsinn. Uff, diese Motive, Digga. Ah, 5 verschiedene Motive. Die gibt's nur in der Weihnachtszeit. Alle dann handsigniert von mir für euch zu jeder Bestellung dazu. Denn ihr wisst ja, die Weihnachtsgeschenke shoppen sie nicht von alleine. Und auf montanablack.de gibt es sehr geile Weihnachtsgeschenke, wie zum Beispiel den 540 Gramm Sippoli. Mit da ist er wieder. Gibt's noch mit Camouflage, Freunde. Wer die noch nicht ausgecheckt hat, den kann man auch nicht mehr helfen. Nee, der läuft an dem vorbei. Gönnen, weil, richtig, das Haus zahlt sich nicht von alleine. So, also gehen wir mal runter. Wir wollen hier uns jetzt gar nicht so lange aufhalten eigentlich, weil ja, hier hängen ein paar Bilder. Hier oben hängt noch auf entspannt eine Rolex-Uhr, die ich geschenkt bekommen habe von meinem Homie Knossi. Die hat er mir geschenkt. Jetzt hat sie hier einen würdigen Platz. Und einfach im Hausflur vom Keller, nee, nicht Hausflur, Treppenhaus vom Keller aufgehangen. Naja, klar. Ja, ansonsten haben wir natürlich hier Graffiti. Jetzt den Kellerbereich und das wird nicht jedermanns Geschmack sein. Ah, krass. Ja, auch wieder sehr, sehr viel Graffiti. Also, wisst ihr, woran mich das so ein bisschen erinnert, gerade das ganze Ding? Irgendwie so ein bisschen an so ein Underground-Club-Bar oder sowas. Du gehst einfach so irgendwo so ein Treppenhaus runter, es ist einfach schon schwarz gestrichen, dann kommst du rein, da ist überall schon so Graffiti dran. Ist so ein bisschen wie so eine Underground-Bar oder Club oder sowas, ne? Von dem Künstler Don und Frost, die sich hier ausgetobt haben. Hier oben über diese Lampen werden noch schwarze Gitter kommen, dass man im Grunde das Gefühl hat, wenn man hier längs geht, dass man in so einem, ja, ich will mal fast sagen, in so einem Ghetto-Tunnel ist. Ja. Finde ich persönlich ganz geil, die Optik. Ist aber, wie gesagt, nicht jedermanns Geschmackssache. Ja, da haben wir hier den Hauswirtschaftsraum von meinem Engel Agatha. Hier haben wir, ja, hier macht sie halt meine Wäsche. Ist noch nicht alles so ganz perfekt. Komm rein, Leon. Gibt's eigentlich ein Vorstellungsvideo von Agatha? Nee, ne? Einfach mal ein Video mit ihr zusammen. Hier haben wir Waschmaschinen. So ein Tag im Leben von Agatha, wie sie so den Haushalt von Monte macht und kocht. Ich glaube, safe 1 Million Aufrufe, wenn nicht mehr. Trockner, hier haben wir das Überwachungssystem, wo alles aufgenommen wird, was bei mir passiert am und um mein Haus. Ich habe insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Kameras, 10 Kameras, die alles aufzeichnen, was hier passiert. Und das wird hier alles gespeichert. Ja. Staub. Es ist halt ein Hochsicherheitstrakt bei Monte, ja? Dass die kleinen Pisser nicht mehr kommen. So, keine Ahnung, Digga. Wieso habe ich eigentlich die, also die Latschen passen ja überhaupt nicht zum Outfit. So. Und, ja. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Sind das Staubsauger? Das ist ein Staubsauger, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt hier nicht viel getan. Der Raum ist immer noch komplett leer. Den brauche ich auch nicht zeigen. Hier haben wir jetzt auf entspannt erstmal, ja, was soll ich euch sagen? Ein bisschen Bierchen für Gäste, Wasser, Coca-Cola, eine Mixkiste mit Fanta, Sprite und Mezzomix. Hier stehen so die Getränke. Ja, diese Regale habe ich mir bestellt, auf ganz entspannt. Ich würde sagen, wir wollen nicht so lange schnacken. Dumme Frage jetzt, aber ich frage mich, macht Monte so einen Wochenendeinkauf? Oder macht das wer anders für ihn? So jetzt ist gar nicht irgendwie böse gemeint oder so, aber ich stelle mir gerade so die Frage, weil ich überlege, er hat so irgendwie eine Haushälterin, die irgendwie für ihn Wäsche wäscht und so weiter. Und ich sehe gerade so diese Kisten mit dem ganzen Glasflaschen und so weiter. Ist ja auch schwer, muss alles getragen werden und so weiter. Und in den Keller reingeschafft werden. Was meint ihr, macht Monte das selbst? Oder hat er irgendeinen Kollegen oder irgendwen, der quasi macht hin und wieder Holger? Ich kann, also bei Monte stelle ich mir so vor, er hat so irgendwie so eine App oder so und macht so, ja, ich nehme hier wieder Kiste davon, das. Oder er hat einfach so, Agatha, mach den Kühlschrank voll. Und dann ihr wollt alle das Geld. Holger geht einkaufen, echt? Finde ich irgendwie schon geil. Holger, einfach Kollege geht für einfach einkaufen immer. Denkst du mal sehen, oder? Ich weiß, man hat es schon ein bisschen gesehen, klar, aber glaub mir, ihr werdet es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise sehen. Hier ist die legendäre Eingangstür.
Get on my level, Gamers Only, Gamers Only, mein Partner für Langzeit-Performance-Drinks, ihr wisst es ja, die haben mir hierbei geholfen, mich supportet und deswegen werdet ihr auch deren Logo vermehrt bei mir im Zimmer sehen, denn das sind meine Sponsoren und sie haben mich sehr supportet. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wollt ihr mal den Aal sehen, dann kommt mal rein. Rein in den Aal. Zack, 3, 2, 1, Abfahrt. Es wirkt so ein bisschen auch wie so ein Bunker, ne? Wie so ein Cyberbunker. Oder so ein bisschen? Könnte auch aus so einem Computerspiel sein. Irgendwie so eine Headquarter-Zentrale irgendwo in so einem Untergrundkomplex oder so. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich find's übelst krass, aber meins wär's nicht. Das ist mir zu viel Neonlicht, grell, spiegelnde Oberflächen, Alter. Ich glaube, ich würde da. Das wäre mir alles zu ungemütlich so. Aber es ist natürlich eine absolute Geschmackssache, aber rein von dem, wie es gemacht ist und so weiter, vom Stil her, der Stil ist ja Geschmackssache, aber wie es gemacht ist und so, krass. Also klar, ist heftig. Ich muss sagen, ich finde diese. Das sind ja so Schallabsorber, vermute ich mal hier, die an den Wänden. Das finde ich irgendwie geil. Dass die so geil unregelmäßig so eine Dreieckstruktur haben. Sieht schon fett aus. Monte braucht Cyberpunk nicht kaufen, Monte hat Cyberpunk zu Hause. Ist halt echt so, ne? Ist halt. Wo soll ich anfangen? Alter, diese Tür hat einfach auch schon wieder Letz drin, Junge. Ich glaube, wir fangen erstmal an. Also, wer kann von sich behaupten, LEDs in seiner Tür zu haben? Hm? Also, ich habe LEDs in meiner Tür, Digga. Weird Flex. Also, der Raum. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Das ist natürlich sehr viel Licht, sehr viel LEDs, aber das ist genau mein Geschmack, Digga. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Video rüberkommt. So einige Kritikpunkte, die ich gelesen hatte, war so, dass das ein bisschen ungemütlich rüberkommt. Aber ich weiß nicht, Leon, du hast es jetzt auch gesehen. Es wirkt alles andere als ungemütlich, wenn man hier ist, oder? Also gemütlich ist es, aber es ist so ein Feeling, wie jetzt wäre ich in irgendeinem krassen LED-Bereich auf der Gamescom und im Wohnzimmer gleichzeitig. So. Ja, das ist ja, so eine Mischung. Ja, stimmt, hast du recht. Also wo soll ich anfangen? Ich glaube, das auch für die Augen stelle ich mir das halt krass vor, oder? Also das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist so eine Mischung aus so Messeständen. Klar, ist ja auch von Messebauern gemacht. Aber so von der Beleuchtung. Und ich kann mich daran erinnern, wenn ich so einen Tag auf einer Messe bin, Alter, da brennen mir einfach nur noch die Augen. Fangen wir in den Bereich an, in meinem Kühlschrankbereich, in dem Gamers-Only-Bereich, wo ja, meine Performance-Drinks allzeit für mich bereitstehen. Kühlschrank auch mit integriertem Logo. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was so ein scheiß Kühlschrank kostet. Das würde ich gerne wissen. Was kostet der Kühlschrank? Hier ist der Bereich, Digga, was wirklich, also der sieht barbarmäßig aus, wie ich finde. Ne? Ein Taui oder was? Der Monitor mit dem Logo oben. Wir haben hier verschiedene Staufächer noch, wo jetzt bis jetzt noch nichts drin steht. Wir haben hier, wie in vielen anderen Punkten, auch einfach mal LED im Fußboden verbastelt. Ich setze mich mal kurz hin und mache einen kleinen Real Talk. Oh, Bruder, ich bin es nicht mehr gewohnt, so lange zu drehen, Kapi. Der Fußboden komplett neu gemacht. Fußbodenheizung auch komplett neu hier. Im Keller war keine Fußbodenheizung, in diesem Raum ist jetzt Fußbodenheizung. Alles fing aber damit an, Digga, dass der Keller Feuchtigkeit hatte und ich um die 20.000 Euro erstmal investieren musste, um die Feuchtigkeit hier zu beheben. Das hat mir sehr viele Kopfschmerzen bereitet, Digga. Und am Ende ist dieses Monsterprojekt hier trotzdem entstanden. Das ganze Team um Thomas herum, die Messebauer, Digga, ich fühlt euch geküsst. Auch an alle Handwerker, die hier waren, seit der hier sehr viel gemacht hat. Also es war, am Ende ist ein richtig geiles Projekt daraus entstanden. Aber das Projekt hat mit sehr vielen Kopfschmerzen angefangen, nämlich dass hier Feuchtigkeit war, Digga. Also der Kühlschrankbereich, den hatten wir jetzt gerade. Nur mal kleiner Funfact, Leon, komm mal hier bitte einmal rüber. Das, was ich euch jetzt hier hinter zeige, ist nur die Elektronik und die Kabellage von diesem Raum. Guck mal, Leon. Holy shit, Alter. Was sagst du dazu? Alter. Also ich sag's euch ehrlich, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Es sieht aber schon viel aus. Das ist nur von hier unten, Brudi. Das ist nicht von diesem Raum hier. Nur von diesem Raum, Bruder. Holy shit, Alter. Das ist nur von diesem Raum. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ne? Das ist verrückt, Digga. Verrückt. Ich glaube, Monte hat nebendran so ein eigenes Kraftwerk. Oder? Ich denke mal, der wohnt direkt neben so einem Atomreaktor oder so, der ganz halt so richtig schon durchballert. Ist das, Digga. Dieses damit andere, das Ding leuchtet da unten. Andere verrückt. Oder hat so ein eigenes Windrad sich hingestellt auf dem Grundstück? Ja,
Dann kommen wir hier in den Zockerbereich, den ich hier habe, wo man sich mit Kollegen mal auf entspannt hinsetzen kann und eine Runde zocken kann. Ja, moin, hier sind überall Hundehaare von Kylo, Digga. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Wir haben hier einen LED-Boden. Auch da gab es erstmal Probleme. Das mir das Auge ist ein weg. Tanzboden für Discos. Das Problem war, als der gekommen ist, dass bei jedem Schritt, den du darauf gemacht hast, sich die LEDs verändert haben farblich. Ja. Und das konntest du nicht ausstellen. Da habe ich voll den Absturz drauf gemacht. Ja, klar. Und war schon wirklich kurz davor, einen richtigen Ausraster zu schieben. Aber ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, die Jungs vom Messebauer-Team, auch Thomas, kreative Genies, haben das Problem gelöst. Ich kann den Boden jetzt einstellen, wie ich möchte, farblich. Ich habe ihn jetzt in Blau gewählt. Und hier wird dann der Bereich entstehen, der ist noch nicht fertig. Der Bereich entstehen, wo ich mit meinen Jungs am Zocken bin, wo man mal chillen kann. Hat er das bisher in seinen Streams schon gemacht? Wir haben hier oben eine Mega-Kamera von Marshall. Die hat eine Zoom-Funktion, das ist nicht mehr feierlich. Diese Kamera hat so eine heftige Qualität. Wirklich eine Mega-Kamera, davon habe ich noch eine hier im Raum. Dann haben wir natürlich auch überall, was vielleicht nicht so auffällt, diese Waben hier. Und das sind keine, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Das sind keine Waben, die man kaufen kann oder Kunststoff, das sind Rehgipswaben. Und jedes einzelne Stückchen, was ihr hier seht, wurde einzeln dort reingetan, angefertigt, verspachtelt. Also allein diese Wand im gesamten Raum hier ist so viel Arbeit gewesen. Also jedes einzelne Stückchen wurde halt reingetan. Es war ein großes Puzzle. Ja, so gut, für klar. Erwachsene mäßig. Dann haben wir hier oben noch die Infinity-Decke. Leon, Leon, setz dich mal. Alter, die ist auch viel zu krank, Alter. Dass es auf der Kamera rüberkommt. Das ist die Infinity-Decke. Die macht halt diesen Eindruck, ultra krank. Als wenn es halt noch 3 Meter nach oben geht, ne? Das sieht doch geil aus, Leon, sag mal ehrlich. Das sieht heftig aus. Das ist völlig krank. Das bisschen surreal auch so. Bisschen surreal, ja. Also, man sollte nicht dieses Zimmer betreten, wenn man irgendwie chemische Drogen sich eingeschmissen hat. Alter, da mal schön. Ich wäre dafür, dass man hier Tomatolix oder so mal wieder ein Drogenexperiment macht, aber in der Butze. Ich glaube, das kommt nicht ganz so gut, aber hier ist ein drogenfreier Haushalt. Ich würde sagen, das ist hier schon, also nicht mein Highlight-Bereich, aber ein sehr emotionaler Bereich, denn hier sind alle meine VGAs, meine Spiele. Für die Leute, die nicht wissen, was VGAs sind. Boah, das ist so grell und hell. Das ist krass. Also, das ist heftig. Beziehungsweise VGA bedeutet Video Game Authority. Video Game Authority. Naja, so ist man da. Aber das macht ihn auch sympathisch. Das heißt, VGA ist eine Firma, die Spiele bewertet von ihrem Zustand etc., gibt denen eine Wertung, ratet die und dementsprechend, wenn sie gut geratet sind, sind sie wertvoller als Spiele, die schlecht geratet sind. Wir haben nur als Beispiel hier, das ist ein original verpackter Gameboy von 1989. Also der Gameboy hier drinne ist von 1989 original verschweißt, hat ein 90er Rating. Ich habe den damals für 5000 Euro gekauft. Lol. Ihr werdet jetzt denken, verrückt. Aber ich würde mittlerweile behaupten, dass ich dafür mehr bekomme. Wollen wir es einfach mal so sagen. Ich würde dafür mehr bekommen. Und das sind halt hier so meine Highlights, meine Spiele, die ich mir so über die Zeit gekauft habe. Ist halt ein Hobby und auch irgendwo eine Wertanlage für mich persönlich. Muss man nicht fühlen. Ich fühle das. Und VGAs und diese ganzen Videospiele hier fühle ich sehr. Und es ist jetzt einfach geil, die auch hier so präsentieren zu können. Ich kann einfach mit der Kamera im Stream, mit der Marshall-Kamera rüber swipen oder rüber zoomen, reinzoomen. Das sieht natürlich schon, macht was her, ne? Oder? Ja. Sind das diese Big Brother Kameras eigentlich? Sonst haben wir natürlich überall Beleuchtung, LEDs, die ich farblich einstellen kann, so wie ich möchte. Die Messebauer waren bis eben gerade noch hier, deswegen ist die Leiste jetzt zum Beispiel weiß. Normalerweise ist sie nicht weiß eingestellt, aber ja, und ansonsten kommen wir mal zu diesem Bereich hier, der natürlich auch wirklich ist. Er kann doch wahrscheinlich die ganzen LEDs farblich alle noch einstellen. Das sind doch bestimmt alle so RGB LEDs, wo er alles einfach variabel machen kann. Wie funktioniert das? Hat er da 400 Milliarden Fernbedienungen? Hat er da eine eigene Software für, wo er einfach so... Also du musst ja auch überhaupt die Möglichkeit haben, das alles überhaupt einzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Das Highlight ist mein Meerwasser-Aquarium. 1500 Liter. Fein, das Aquarium fällt gefühlt gar nicht auf, oder? Das ist halt auch krass. Das ist ja eigentlich so ein Riesen-Highlight, also auch nur farblich und von der Beleuchtung und so. Aber der Raum ist halt so heftig krank beleuchtet, dass das Aquarium einfach so völlig so, ja, und da ist auch übrigens noch ein Aquarium. Fischtechnisch fehlt da noch einiges, aber auch die krass. Leute im Aquaristikgeschäft haben durch Corona natürlich Schwierigkeiten. Da haben wir meinen Papageienfisch,
ein Highlight im Aquarium. Wir haben hier drüber die Monitore, die ich per Fernsteuerung ansteuern kann und alles drauf abspielen kann, wie ich möchte. Hier haben wir jetzt die Logos von meinem Partner Gamers Only, die mich hier tatkräftig bei dem Raum unterstützt haben. Also Gruß und Kuss gehen da nochmal raus an Gamers Only. Und das Aquarium ist natürlich irgendwo auch das Highlight hier, weil es nicht in der Mitte, aber ein Raumtrennermäßig so ist. Und hey, das sind 1500 Liter Aquarium. Wunderschön. Hier sind meine Ehrenbrüder, die Korallenwächter. Ah, hübsch. Ich weiß nicht, wo der andere Kollege gerade ist. Der luschert hier irgendwo noch woanders rum. Das sind die Fische. Und das Video hat mittlerweile, habe ich gesehen, über 3 Millionen Aufrufe aus der Rettungsaktion aus meinem Stream, wo ich den einen Fisch aus der Filteranlage gerettet habe. Die beiden sind jetzt hier drin. Ein Korallenwächter ist hier, wie gesagt, der andere. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist, Digga, der versteckt sich wieder. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die jetzt hier ein dickes. Aber geil, also finde ich hübsch mit den ganzen Korallen und sowas da alles. Zu Hause. Mein altes Becken hatte 500 Liter, jetzt haben wir hier 1500 Liter, also das Dreifache an der Menge. Was natürlich sehr geil für die Tiere ist. Dann haben wir hier noch mal eine kleine Ecke. Die Sidebots haben wir gerade heute bekommen. Die kann man hier einfach rein und rausnehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt noch nicht die passenden Gegenstände gefunden, die ich hier reinstelle. Vielleicht doch noch mal ein paar Spiele von da drüben, weil die zum Teil zwei-, dreifach gestapelt sind. Das sind so Waben, die auch in die Wand eingelassen worden sind. Ihr müsst euch vorstellen, also, wie kann ich es am besten formulieren? Was auch krass ist, was ich sehr spannend finde, bisher hat man noch keine Fläche in diesem Raum gesehen, die quasi normal ist, oder? Doch der eine Fußboden vorne, wo er sich kurz hingesetzt hat, da war quasi so Laminat, Parkett, irgendwie sowas in die Richtung. Aber ansonsten, du hast nicht einmal irgendwo, ich sag mal, eine Raufaser oder eine Tapete oder irgendwas. Überall ist halt irgendwie eine Struktur oder ein Inset oder ein. Finde ich voll krass. Der Raum hatte normalerweise. Wie kann ich's? Also hier hinter dieser. Selbst die Decke ist ja nicht irgendwie einfach normal, wo du sagst, okay, da ist halt einfach dann gestrichen oder so, sondern es ist alles irgendwas ultra krankes. Ist noch ungefähr so ein Hohlraum, wo die ganze Kabellage ist. Das heißt, auch hier in diesem Gamingzimmer wird nochmal ein kompletter Raum in den Raum reingebaut. Ja, das. War sehr, 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 sehr viel Arbeit. Ne? Überall LEDs, die Kleinigkeiten, Digga, sind es, die am Ende zählen. LED im Fußboden, Digga. Ach, und Belüftungsanlage. Hier wird die dreckige Luft raus. Ah, okay, da ist quasi da wie eine normale Decke. Ausgezogen und hier kommt frische Luft von draußen rein. Das ist ein Belüftungssystem. Wisst ihr, was ich noch hart feiern würde? Wenn er so eine Rauchanlage da drin hätte. So eine Nebelmaschine. Das würde ich schon wieder geil finden, oder? Ich wollte mir keine Klimaanlage reinbauen lassen, weil ich so ein bisschen, ich würde mal sagen, Angst habe vor Klimaanlagen, Angst vor Krankheiten durch Klimaanlagen. Da habe ich so eine kleine Phobie. Deswegen habe ich mir ein B- und Entlüftungssystem einbauen lassen. Und das Ganze schalte ich da vorne über den Schrank, Leon. Da habe ich einfach hier einen Schrank. Da sind zwei Schalter drin. Und jetzt von der Geräuschkulisse sollte man das auch hören. Jetzt mache ich die Zuluft komplett. Und jetzt bläst das hier halt ordentlich raus und rein. Und jetzt kommt hier halt komplett frische Luft von draußen rein. Das heißt auch, ich muss auch sagen, es war eine sehr gute Entscheidung gewesen, auch vom Rauchen. Ich rauche hier ja leider drinne, dumm wie ich bin. Aber, Leon, du bist ja nicht Raucher. Findest du, als du hier reingekommen bist, dass hier nach Rauch gerochen hat? Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also das Belüftungssystem funktioniert wirklich einwandfrei. Auch geil gemacht, geile Lösung. Und in den meisten Fällen mache ich eigentlich abends, wenn ich hier fertig bin, mache ich die B- und Entlüftung an. Und wenn ich morgens reinkomme, riecht es hier wie frisch gestrichen, so mäßig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Riecht es wie frisch gestrichen, lull. In den, gehen wir mal. Riecht schön nach Farbe da drin. In den Zockerbereich. So sieht das Ganze dann aus. Ziemlich unprofessionell. Ah, krass! Die Kamera steht ja einfach so auf so einem Stativ an der Seite, lull. Eigentlich auch, dass die PlayStation nicht mal an ist. Das ist hier. Oh, Leon, weißt du, wie gut sich das gerade anfühlt, sich hinzusetzen, Digga? Rentner. Warte, Digga, ich setze mich auch. Ja, mach das, Brudi, gönn dir. Mein Zockerbereich, alles war darauf ausgelegt, dass, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, dass das Aquarium im Hintergrund zu sehen ist. Ist auch natürlich alles eine neue Technik. Manchmal flackert das dann ein bisschen, weil es ein bisschen viel für die Kamera ist. Also dieser Bereich hier im Grunde hat sich eigentlich nicht verändert, weil die Technik, die ich mitgenommen habe, der gleiche ist. Der Schreibtisch hat sich geändert. Auch mit LEDs direkt verbaut. Wir haben hier beispielsweise, Leon, guck mal, für die Leute, ich habe eine Kamera im Aquarium.
Also das heißt, das ist hier gerade die Live-Übertragung aus dem Aquarium. Ja, ich habe dort eine Kamera. Ich habe genau über dir noch eine Marshall-Kamera, die gleiche wie da vorne. Und ich habe auch, ne, die ist gar nicht gerade hier, ich habe aber auch noch eine Kamera gekauft. Also kameratechnisch will ich noch ein, zwei mehr anschließen. Und das ist eigentlich, er ist relativ klein gehalten, weil natürlich hier einfach, ja, hier zocke ich, hier streame ich. Wir haben hier wieder LEDs im Boden. Ach, da oben ist auch wieder dieser Infinity. Schreibtisch. Ja, krass, jetzt sieht man das hier mal. Das ist schon eine Ansage, ne? Ist schon krass, aber ja. Meins wäre es nicht, ist mir zu grell und ungemütlich. Aber im Endeffekt ist es auch scheißegal, es muss ja ihm gefallen. Wir haben hier die Infinity-Decke wieder wie drüben, die auch sehr geil aussieht, wie ich finde. Wir haben hier eingebaute Monitore, wie auf der anderen Seite, wo ich alle meine Sachen abspielen kann, wie ich möchte. Ich habe jetzt hier das Get on my Level Graffiti. Ja, sieht schon fett aus, das Graffiti. Mal rangemacht, auf beiden Monitoren gleich. Und ja, wir haben hier, wie gesagt, die B- und Entlüftung. Wir haben, ach Digga, es ist, man nimmt sich immer vor, alles euch zu zeigen, aber ich weiß jetzt schon wieder, was habe ich gezeigt, was habe ich nicht gezeigt. Das weiß ich gar nicht. Hier habe ich meinen wunderschönen PC von meinem Partner Mifcom, Digga. Auch ein wunderschönes Ding. Wirklich ein Wunder, sag ehrlich, der ist sexy, ne? Der ist sexy. Der ist super, super sexy. Mit eingebauter. Mein Alter ist oben, oder was? Mein Alter ist oben, genau. Ja, genau, richtig. Mit eingebauter PS4 und ich werde einen geupgradeten bekommen mit einer eingebauten PS5. Das heißt, also hier drinnen in diesem Bereich ist eine PlayStation 4 eingebaut. Mit Wasserkühlung, mit schneller SSD-Karte. SSD. Mit schneller SSD-Karte. Ja, wirklich ein wunderschönes Ding. Auch Mifcom muss ich sagen. Ich muss sie jetzt hier in dem Video nicht erwähnen. Ich mache es aber, weil sie mir seit langen Jahren zur Seite stehen. Und auch technisch mir immer zur Seite stehen, wenn ich mal Probleme habe. Ja, hier hinten noch so ein Fach. Ja gut, okay. Hier hinten habe ich noch ein Fach. Ne? Da steht noch ein original verpackter Controller. Hier haben wir noch das Get on my Level Logo natürlich. Was mich die ganzen Jahre auf YouTube immer begleitet hat, was mein Logo ist. Und das haben wir hier natürlich auch nochmal als Highlight reinbauen lassen. Es ist hier so viel, also ich weiß nicht, ob das für euch so vorstellbar ist, was hier eigentlich für ein Projekt umgesetzt worden ist. Klar, das hat jetzt etwas länger gedauert, weil wegen Corona, aber überlegt einfach mal, was das hier vorher für ein Raum war und was das jetzt für ein Raum ist. Einfach diese Optik jetzt hier, Digga. Da, wie wunderbar. Gute Frage eigentlich, ne? Hat er das Logo eigentlich selber entworfen, wer das Logo eigentlich gebastelt hat? Aber vielleicht hat er es auch damals in Auftrag einfach gegeben, bei einem Grafiker oder so. Schön, das einfach. Also ich fühle es mega. Ich muss wirklich sagen, ich fühle es mega. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ne? Und ich würde auch, also, man muss mich auch ansehen, Digga, dass ich da umfall. Würde behaupten, ich habe das heftigste, den heftigsten Gaming Room, den heftigsten Gaming Keller weltweit. Ich kenne niemanden, der einen krasseren Raum hat als ich. Ich würde sagen, Nick Merckx hat noch ein heftiges Gaming-Equipment-Gaming-Zimmer. Standard-Skill auch, wobei Standard-Skill hat nur eine Zockerecke. Und Ninja von Red Bull. Also Ninja hat ja von Red Bull sich so ein Zimmer anfertigen lassen. Aber ich würde mich da ganz klar auf der 1 sehen. Leon, wie findest du das Zimmer? Ich finde es chillig. Es ist das gleiche wie, finde ich, mit dem ganzen Haus. Es ist halt ein Riesenhaus, dafür, dass du Rentner hier eigentlich alleine wohnst. Sag ich mal, so für eine Bedenken. Bruder, du sollst jetzt keinen Roman erzählen. Also ich wollte noch mal kurz eine PowerPoint vortragen. Ja, ich merke das schon, ja. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Ja, ich präsentiere Leon, der nur... nicht beleidigen, bitte. Ah, okay. Ich präsentiere Leon, Digga, der zwei Videos gut schneiden kann, aber eine normale Konversation kann er nicht führen, Digga. Also... Ja. Dafür hast du mir auch nicht bezahlt, du Arschloch. Also jetzt finde ich es aber auch langsam nicht mehr, langsam finde ich es nicht mehr nett. Ich werde nicht mehr so viel beleidigen. Nicht mehr so viel beleidigen, Digga. Ich will den grünen CPM noch mitnehmen im Dezember. Mann, ey, das Haus zahlt sich nicht von alleine, Digga. Also, ich denke, der... Ich muss sagen, dass ich die Stellen eigentlich am geilsten finde, wenn die sich immer gegenseitig belabern, ey. Oh, könnte ich mir ewig reinziehen. Der Roomporn am Anfang hat schon alles gezeigt. Ich habe euch jetzt ein paar... technische Daten, oder gar nicht, technische Daten habe ich gar nicht genannt. Am Ende, Digga, ist das hier ein mega geiles Ding geworden. Ich liebe das Zimmer und ich glaube, viele von euch da draußen lieben es genauso wie ich. Und um das nochmal abschließend zu sagen, im Endeffekt ist das doch das Wichtigste. Ne? Das ist im Endeffekt bei allem so. Im Endeffekt muss es dir doch gefallen persönlich und du baust das Ding für dich, du musst da drin sitzen, du machst da deine Streams. Ja, und deswegen sollte sich das jeder so einrichten, wie er es halt geil findet. Ja, das genauso seine mit. Genauso soll er seine Videos schneiden oder seine Projekte machen, so wie er halt Bock drauf hat, wie er es halt fühlt. Und nicht, weil irgendwelche anderen sagen, ey, mach lieber so. Ne? Nein, 3 Teile von meinem Haus, das war der letzte Teil. Jetzt kommt erstmal 8 Monate wieder kein Video, man kennt mich. Nice. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, lasst euch gut gehen, danke für den Supporterino. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie.
darauf, dass 2021 besser wird. Euren Familien, euren Freunden, euren Bekannten, Verwandten viel Gesundheit. Lasst euch gut gehen. Und in dem Sinne sage ich Wiederschauen und reingehauen. Naja. Schaut gern bei Papa Monte vorbei. Und dann könnt ihr euch das nächste Video in 8 Monaten gönnen. Während Monte gerade schläft, bezahlt sich das Haus von alleine. Ach, herrlich, ich find's geil.